Ja, guten Morgen und ganz herzlich willkommen zur Diskussion über Klima und Ernährung. Was hat G20 oder G19, habe ich eben schon gehört, was hat G20 für Pläne, um das Klima zu retten und die Ernährung zu sichern? Und wenn das mit G20 und den G20-Plänen nicht geht, wie kann es dann gehen? Was brauchen wir dann für eine Politik, die sicherstellt, dass das Klima sich nicht so ändert, dass wir nicht auf dem Planeten mehr gut leben können? Und wie können wir dafür sorgen, dass alle Menschen auf der Welt sich gesund und gut ernähren können? Ein ganz breites Bündnis hat zu dieser Diskussion eingeladen. Das ist einmal das Diakonische Werk, Brot für die Welt. Der Kirchliche Entwicklungsdienst der Nordkirche ist dabei. Die Heinrich-Böll-Stiftung in Hamburg, die Agrarkoordination in Hamburg, Greenpeace, Miserior und die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Und dass es so ein breites Bündnis ist, das zu dieser Diskussion aufruft, ich finde, das zeigt, dass es echt ganz viele Menschen in der Zivilgesellschaft gibt, die sich diesen Fragen stellen und was bewegen wollen. Und ich finde, das ist schon mal so ein Begrüßungsapplaus für die Organisatoren wert. Ich habe zwei organisatorische Dinge am Anfang. Wir wollen Fragen einsammeln von Ihnen, damit wir möglichst viele Themen auf dem Podium berücksichtigen. Da vorne ist Sandra Blessin, die schwenkt weiße Zettel und die wird sie gleich an Sie alle verteilen und nach den 5 Vorträgen einsammeln und dann versuchen wir möglichst viel von Ihren Fragen auf dem Podium zu diskutieren. Falls wir dann doch noch mit Ihnen in Dialog treten sollten, wäre es gut zu wissen, dass wir diese Diskussion aufzeichnen und aufnehmen werden. Die können Sie sich dann nämlich, wenn Sie Ihnen gefallen hat und Sie die weiterempfehlen wollen, nachher nochmal anschauen und runterladen. Und zwar ist das auf der Seite ecapio.org, ecapio.org. Die nehmen das auf und verbreiten Vorträge und Wissen in alle Welt und da können Sie es nochmal nachhören und nachsehen. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und dass ich moderieren darf. Mein Name ist Tanja Busse, ich bin Journalistin, Autorin und schreibe ganz viel über Landwirtschaft, Ernährung, Klima, Ökologie, wie das alles zusammenkommt und wie nicht. Und ich war vor einigen Jahren einen Freund besuchen in einem Dorf in Tansania und um Tansania wird es ja heute noch gehen. Und dieser Freund, der wahnsinnig aktiv ist für seine Gemeinde und dort ganz viel bewegt, hat mir mit richtig sorgenvollem Gesicht die Felder gezeigt und hat gesagt, wir Menschen hier, wir essen Mais und deshalb bauen wir seit Jahrzehnten Mais an und seit 7 Jahren hatten die nichts mehr geerntet. Die haben 7 Jahre keine Ernte gehabt. Das ist in der Gegend südlich des Kilimanjaro, wo es schon jetzt sehr trocken ist. Und mir hat das gezeigt, der Klimawandel, von dem wir sagen, der kommt, der ist für viele, viele Menschen auf der Welt schon da. Und der ist jetzt schon eine große Gefahr für die, die eben nicht so viele Mittel haben, im Supermarkt mal eben dann alles zu kaufen, was sie haben wollen. Und das macht, glaube ich, nochmal die Diskussion heute umso dringlicher. So, wir hören jetzt gleich 5 Vorträge aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und wir beginnen mit einer Soziologin, die zu Beginn einen globalen Blick auf die Umweltfragen werfen wird. Sie forscht nämlich seit 20 Jahren über den Zusammenhang von Entwicklung und Umwelt und Konsum. Sie ist Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung. Sie hat eine ganze Reihe von Studien und Texten veröffentlicht, in denen sie einmal eine neue Ausrichtung von Entwicklungspolitik fordert und einen Fokus auf nachhaltige Entwicklung wirft und das auch von der G20 einfordert. Und jetzt blickt sie für uns auf den Marshallplan und all die anderen Pläne, die es ja von der großen offiziellen Politik gibt, wie man die Entwicklung in Afrika voranbringen will und erklärt uns, ja, was wir davon halten können und wie es vielleicht noch besser gemacht werden könnte. Hier ist die stellvertretende Direktorin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik, Dr. Imme Scholz. Schön, dass Sie hier sind. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier eingeladen worden bin, um meine Überlegungen zu Entwicklung im Kontext von G20 mit Blick auf Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel und Ernährungssicherheit hier mit Ihnen und euch teilen kann. Der Marshallplan ist ja eines der Angebote, die die deutsche G20-Präsidentschaft macht, also an den Verhandlungsprozess in der G20 selbst und einen Vorschlag, wie Afrikas zukünftige Entwicklung unterstützt werden kann. Ich denke, dass die Zukunft Afrikas vor allem ein Thema der afrikanischen Gesellschaften selbst ist und dass in der G20 ist Afrika nicht besonders stark repräsentiert, eigentlich nur durch Südafrika.
Und im Zentrum der Debatten der G20 mit Blick auf die Zukunft Afrikas steht auch nicht das, was wir hier im Podium diskutieren wollen. Welchen Einfluss hat Klimawandel, Klimapolitik auf die zukünftige Entwicklung Afrikas und welche Rolle spielt dabei Ernährungssicherheit? Wenn man sich den Marshallplan anschaut, dann geht es darum, also hat das Entwicklungsministerium einen Vorschlag gemacht. Es gibt auch andere Vorschläge, wie mit Afrika zusammengearbeitet werden kann. Die Compacts with Africa, die kommen dann aus dem Finanzministerium und aus dem Wirtschaftsministerium und setzen da andere Akzente. Allen drei Plänen ist gemein, dass sie vor allem den Schwerpunkt auf Förderung der Investitionen der Privatwirtschaft setzen. Also die Mobilisierung von privaten Investitionen, von wirtschaftlichen Investitionen, die Beschäftigung bringen, die Afrika verknüpfen mit den globalen Weltmärkten, ist das, worauf alle drei Pläne setzen. Aber es gibt Unterschiede. Zuerst möchte ich sagen, dass es sicher gut ist, dass dadurch, dass die G20, also die deutsche Präsidentschaft der G20 so einen Schwerpunkt auf die Kooperation mit Afrika gesetzt hat, dass es jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit für Afrika gibt. Aber richtet sich diese Aufmerksamkeit auch auf Vorstellungen und Kontroversen, die es in den afrikanischen Gesellschaften selbst gibt? Denn das ist aus meiner Sicht ausschlaggebend, wenn wir über diese Zukunft nachdenken. Gut finde ich am Marshallplan, dass er sich tatsächlich zentral auf die Agenda 2063 bezieht. Das ist eine Agenda, die afrikanischen Regierungen im Rahmen der Afrikanischen Union beschrieben haben, wie Afrika, die Vision, die sie haben für ihren eigenen Kontinent. Und diese Vision geht davon aus, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, der Schutz der Menschenrechte eine Voraussetzung sind für Friedenssicherung in diesem Kontinent, der sehr stark von Konflikten und gewalttätigsamen Konflikten geprägt ist. Sie gehen davon aus, dass es eine menschengerechte, eine menschenzentrierte Entwicklung braucht, dass die Armut überwinden muss, dass in Bildung investiert werden muss, dass Afrika selbst definieren kann, welche Lösungen es für seine Probleme definiert und umsetzen will. Und es wird auch das Stichwort der African Renaissance genannt, Afrika wieder stark zu machen, diese Perspektive Zukunftskontinent Afrika wahrzumachen. Darauf bezieht sich der Marshallplan und das finde ich gut. Die Frage ist, was bietet der Marshallplan für Möglichkeiten, um bottom-up, um Entwicklungsinitiativen von unten, die aus der Afrika, aus den verschiedenen Gesellschaften, die Afrika ausmachen, dass diese Bottom-up-Initiativen Raum gewinnen. Und das ist ja gerade für eine klimagerechte, eine klimafreundliche Entwicklung, für eine Entwicklung, die Armut verringert und Ernährungssicherheit gewährleistet, ist es ja wichtig. Aus meiner Sicht ist wichtig, dass der Marshallplan stärker nicht nur effektives Regieren unterstützt, also Regieren, das Bottom-up-Initiativen, aber auch privatwirtschaftliche Investitionen ermöglicht, fördert, sondern auch demokratisches Regieren fördert. Also die Zusammenarbeit im Bereich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Schutz der Menschenrechte muss weiterhin ein zentraler Bereich der Zusammenarbeit sein. Es ist auch wichtig, nicht nur mit den Ländern zusammenzuarbeiten, die bereits erfolgreiche sind auf dem Weg von Reformen, sondern auch die fragilen Länder, die armen Länder, die von Konflikten gebeutelten Postkonfliktländer nicht zu vernachlässigen. Das sind immerhin etwa die Hälfte der Länder in Afrika. Wenn man diese Länder nicht unterstützt, wird das weitere Auswirkungen in den verschiedenen afrikanischen Regionen haben. Und schließlich mit Blick auf die wirtschaftlichen Investitionen. Es ist ohne Zweifel so, dass in Afrika große Investitionen erforderlich sind, um die Mehrheit der Menschen an Versorgungsinfrastrukturen anzuschließen. Subsahara-Afrika, wenn man Südafrika mal rausnimmt, verbraucht weniger Strom als Spanien. Also das, und die Bevölkerung ist ungefähr 10-mal so groß. Das muss man sich vorstellen. Und die Bevölkerung wird sehr stark wachsen. Also der Bedarf an Anschluss an das Stromnetz, Zugang zu sicherem Trinkwasser, Zugang zu sicherem Transport, das ist auch wichtig für die Entwicklung innerhalb von Afrika, für die weitere wirtschaftliche Vernetzung, den Handel zwischen den afrikanischen Staaten, als Alternative auch
zu einer nach außen, nur an die Weltmärkte gerichteten Entwicklung. All das erfordert große Investitionen und es wäre natürlich gut, wenn daran sich diese privaten Unternehmen auch beteiligen würden. Aber das oberste Ziel muss eben sein, den Menschen die Nutzung dieser Infrastrukturen zu ermöglichen und damit auch Beschäftigung zu sichern und vor allem sicherzustellen, dass der Aufbau dieser Infrastrukturen klimagerecht erfolgt und afrikanische Länder nicht in kohlenstoffintensive Entwicklungspfade hineinzwingt. Und das, jetzt komme ich zu den Forderungen oder den Vorschlägen, die wir an die G20 gerichtet haben. Wenn ich jetzt wir sage, meine ich das Netzwerk der Thinktanks. Wir haben ja zusammen mit dem Kieler Institut das Think 20 koordiniert und wir haben eine spezielle Initiative mit Blick auf afrikanische Thinktanks gemacht. Wir hatten im Februar eine Konferenz in Johannesburg und unsere Vorschläge sind, dass die G20 Afrika kontinuierlich und stärker als bisher einbinden sollte in die Verhandlungen, damit afrikanische Vorstellungen und Stimmen gehört werden können und eine Rolle spielen in den G20-Verhandlungen. Dazu müsste die Kommission der Afrikanischen Union fester eingebunden werden, um da Kontinuität zu sichern. Und vor allem, afrikanische Regierungen sollten die Möglichkeit haben, in allen Arbeitsfeldern der G20 mitzusprechen, nicht nur in den kleinen Räumen, die ihnen die G20 von sich aus zur Verfügung stellt, also im engen Raum von den Compacts with Africa, sondern in allen Themen, wenn es um Finanzmarktregulierung geht, wenn es um Handelsfragen geht, wenn es um Infrastrukturen und Klimapolitik geht. Und all diese wirtschaftlichen Vorstellungen, die in der G20 diskutiert werden, sollten sich wesentlich stärker als bisher daran orientieren, klimagerecht, also auf Dekarbonisierungspfade ausgerichtet, also diesen Anforderungen Genüge zu leisten und nicht, wie es bisher noch vorrangig der Fall ist, in getrennten Verhandlungsströmen oder Verhandlungsprozessen abgehandelt werden. Also dass man sozusagen den Klimaschutz, die Ernährungssicherheit, die Überwindung von Armut als Oberziele anerkennt, so wie das in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung von allen Regierungen, die in der G20, aber auch in Afrika präsent sind, unterschrieben wurde, dass das sozusagen zur normativen Richtschnur der politischen Verhandlungen wird. Ich weiß, dass das der Praxis der meisten oder vieler von dieser G20-Regierung widerspricht, aber aus meiner Sicht ist die G20 ein Ort, wo diese Regierungen herausgefordert sind, sich dazu zu positionieren und ihre globale Verantwortung auch wahrzunehmen. Dabei würde ich es jetzt belassen. Das war's. Na, das war ein Timing. Ich dachte, ich wollte nur mal zeigen, dass die Zeit langsam endet, aber wir sind genau auf den Punkt gekommen. Ganz herzlichen Dank, Imme Scholz vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. So, was wir eben gehört haben, das war ein bisschen die globale Perspektive, was an politischen Initiativen im Raum steht und wie versucht werden soll, Entwicklung jetzt besonders in Afrika voranzubringen. Und wir haben jemanden eingeladen, der uns sagen kann, wie es wirklich aussieht, und zwar in Tansania. Dort haben die G7 nämlich die Welt retten wollen mit moderner Landwirtschaft, Investitionen von den großen globalen Playern der Agrarindustrie, um Afrika voranzubringen, so haben sie es gesagt. Und das Projekt heißt SACCOT, das heißt nämlich Southern Agricultural Growth Corridor auf Tansania. Das ist der südliche landwirtschaftliche Wachstumskorridor in Tansania. Und Sie merken schon, im Norden, wo ich war, wo es wenig regnet, da sind auch wenig Investoren. Und im Süden, wo viel wächst, da haben die Investoren Interesse an Wachstum. Was aus diesem Programm geworden ist, was die Bauern davon haben, das sagt Ihnen jetzt der Programmkoordinator der Bauernorganisation Miwata, und er ist aus Tansania nach Kampnagel gekommen. Welcome to the Solidarity Summit, Frank Ademba. Schön, dass Sie hier sind. Thank you. We are going to see the major things on the consequence of the alliance between agriculture transformation and the public development cooperation. In this presentation, we'll focus on three things: the agriculture situation in Tanzania, but
the climate change and food security in Tanzania and the role played by small-scale farmers to ensure food security in Tanzania, but also will focus on the consequence of the multinational company that affecting the agriculture of Tanzania. The situation of Tanzania agriculture, we have population of 50 million population in general, but 28.2 are living below poverty line, and we have 43 million hectares suitable for agriculture production, and agriculture itself, it contributes 24% of GDP, but 80% of Tanzanians live in rural area, but depend on agriculture. Also, we normally use a handle. Normally we focus, small is beautiful. As you can see the map of Tanzania, the greenish area, they are produced more food for surplus, but yellowish is for self-sufficient, and red color is food deficit. So you can see how the situations of food and agriculture perspective in Tanzania. But you have different factors that are affecting the climate change. As we know, this is a global situation that we are facing. But climate change affects the agriculture sector in different ways. We know it's increased the temperature and the precipitation variability, reduced the predictability of season weather and pattern, but increase of intensity of severe weather-related events such as flood and drought. This also happened last year. We suffered a lot on the drought perspective. All this can make change on agroecological condition that can affect the implications of food security. As we know, it can affect the availability of food, but access to food and the utilization of food and food system stability. Though we are facing with different challenge of climate change, but small-scale farmers has the role to play to ensuring food security. That's why we are dealing with small-scale farmers. They are using small area to cultivate, but it helped them to sustain their life. For last year, we produced more than 6 million tons, and that production comes from the small-scale farmers. And it's not that, but we export the maize from Tanzania to Zimbabwe. We signed that memorandum of understanding. So through that, we know that small-scale farmers also can work alone, they can produce alone for self-sufficient food. At the end of time, they can make some export. As you can see the picture, the food storage produced by small holding farmers under National Food Security Rescue. The way you see, there's a lot of sacks of maize, but also we have a local market. It's allocated. Though we are playing a match to ensuring food security, but we are facing different challenge of this global perspective of G7 of ensuring food security and nutrition in Africa. Tanzania is among of those countries that allied with G7 that is the place where they can cultivate and ensuring food security in southern sub-Sahara Africa. But we have that program known as Southern Agriculture Growth Corridor, which affected us much because this program, they invited external investors, multinational company, they come to invest like Unilever, Monsanto, Syngenta, Yala. They are the partner that investing there, but at the end of time, most of small-scale farmers are suffering much. I think we'll watch in the short documentary all things that are affecting small-scale farmers according to this big investment. There is a land dispossessions. You can find that small-scale farmers can travel a long distance for farming because their land were taken away. We had food security for some areas, as you seen in the map, but some area now in Southern Highland, there is food insecurity
due to this big investment as we can call as land grabbing perspective. We normally graze our livestock, our cattle, but all area are fenced, so we are facing no place for grazing. And the public roads also were closed due to this experience of multinational company that came in Tanzania and investing. But what's happened now? If investors ban the houses of farmers, but farmers now decide also to ban the infrastructures of investors. That is now happening. And these kinds of investment sowing the seeds of conflict everywhere in Southern Highland Corridor. According to the Human Rights Perspective report, it showed that 46% of the cases that they receive is about land issues. But all are at the remain cases is the minor that they cannot compare with land cases in Tanzania. That's why that's it happened is because of this we called the multinational company investment in Tanzania. As you can see now, the map which allocates different investors that came in Tanzania and investing. We have Monsanto. They just took the greenish, the fertile land, and then they come to invest. So it's affecting much, though they have the programs of Southern Agricultural Growth Corridor initiatives that they say that it will help food security, it will alleviate poverty, but also it will conserve environment. But at the end of time, what we are seeing is not like that, but it's affecting much small-scale farmers. So let we watch 5 minutes documentary, and then we can see how it's affecting much small-scale farmers, this big investment. Ganz herzlichen Dank, Frank Ademba, für diese Einblicke, für das, was gerade jetzt schon abgeht in Tansania. Miserio hat eine Studie mit Tansaniern finanziert auf den Weg gebracht, die untersucht hat, was genau eigentlich losgeht. Und wer daran interessiert ist, kann im Internet unter Miserio und Allianz der Zäune nachlesen, wie die Auswirkungen dieses Wachstumskorridors genau sind in Tansania. Und ein Journalist aus Tansania hat Bilder von Farmern zusammengetragen und zu einem Film zusammengestellt und den sehen wir jetzt. Film ab. Kuliitishwa mkutano wa kijiji kizima. Kwa sababu nilikisha toa ahadi kwamba kila atakayefika pale atapewa shilingi 2000. Nilishangaa kuona hata wazee wengine hawajawahi kutoka kwenye mikutano. Lakini sikio kitu. Natoa matango mawili matatu kwa mwezi napata milioni 4 hata milioni. Hekari ambazo nilikuwa nazo ni 21, lakini zilizokuwa nimelima nilizoanza kulima ni hekari 10. Walinipa 600. Kwa hiyo mwana
mahalo, mshahara ukithi, kazi mefani ngumu, lisha haitoshi, ungekuja siku mwili kusema, niyati kama usaidi kupeleleze, nisigeni watu walafanya kazi kuhu. Kwa kweli kama una moyo, utatoka la mchonzi. Mheshimiwa, ile sio ajira yale manamba, ajira shilingi 4000 toka asubuhi mpaka jioni. Ile pale ajira gani? Hivi wewe yaani ukibansi 4000 kwa kutwa, una familia, kula na kusomesha, maisha yako 4000 itakusaidia nini? Kazi ya mkoa kushuka kuchini mpaka kati. Wameshindwa kusaidia. Mheshimiwa Magufuli atusaidie, au waziri mkuu sasa atusaidie. Lakini utawala ule wa rais Mheshimiwa Kikwete, mimi nasema ulishindwa ndio pia kutusaidia. Tabia hii ya watu wetu sasa hivi ya kuwa walalamishi bila sababu na kuorodhesha kero, yani kila Mtanzania anataka kuorodhesha kero. Baadaye tutatua kero, kila mtu kuorodhesha kero tu, ulalamishi na kuorodhesha kero, hapana, hatuwezi kusonga mbele. Ndani tulikuwa tunategemea kupata kuni, tulikuwa tunapata matunda kama vile mikusu, tulikuwa tunapata miti mingi ya kutusaidia labda tiba ndogondogo, tulikuwa tunapata uyoga kwa ajili. Kuna ulanzi mle tulikuwa tunafaidi, lakini sasa hivi ameweka fenzi, hawezi kuingia mwananchi. Na nataka tena achukue maji. Amba sasa huu ni mgogoro kwa nyanyasa wenzetu walioko chini wasipate mahitaji ya chakula. Hawa watu wakifukuzwa tu waende kwao. Maana yetu ni mali yetu. Mheshimiwa Rais, naomba hao wafukuze, hatuna maana sisi, tutayumba. Kwa nini sisi tumie? Swala la kimsingi kuhusu mwekezaji pale ng'ambo, sisi hatumhitaji. Hilo ndio cha msingi. Hata siku nafika nilisema huyu mwekezaji kama siku anafika mimi ningekuwepo nisingempokea. Nilisema maneno ndio kusema kama nitachinjwa wazalani nichinjwe tu. Ganz herzlichen Dank auch nochmal an Frank Ademba, der diese Bilder mitgebracht hat und uns berichtet hat, was gerade passiert in Afrika. Für viele Kleinbauern in Afrika ist die Frage Zugang zu Land auch eine Frage von Überleben und von ja, Leben und Tod. Ich glaube, so muss man es einfach sagen. Aber auch viele Landwirte in Europa kennen die Fragen Zugang zu Land, Investitionen und wer darf bewirtschaften. Seit 30 Jahren wird ja die europäische Agrarpolitik dafür kritisiert, dass sie viel Geld investiert und trotzdem es nicht schafft, den Strukturwandel aufzuhalten, dass nämlich immer mehr Landwirte aufhören, ihr Land zu bewirtschaften und die Betriebe, die überleben, immer größer werden und immer abhängiger von einer Finanzindustrie, weil heute jemand, der einen Stall braucht, mal locker eine Million, ein, zwei Millionen in die Hand nehmen muss und dann aber abhängig ist von Investoren, die diktieren können, was zu passieren hat. Das alles hat eine Landwirtin auf die Palme gebracht, die aber es sich nicht nehmen lassen hat, zu Hause zu klagen, sondern die gesagt hat, ich gehe dafür auf die Straße und ich mache meine Stimme dafür laut, dass das anders wird. Sie bewirtschaftet einen ganz idyllischen Hof, einen Biolandhof in Eisel an der Weser, in der Nähe von Bremen ist das. Sie ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und das ist eben ein Zusammenschluss von Landwirten, die ihre Stimme erheben, die auch nicht nur auf ihren Hof gucken, sondern dafür bekannt sind, dass sie sich für die globalen Zusammenhänge interessieren. Und deshalb freuen wir uns so, dass sie hier ist. Johanna Böse-Hartje, Milchbäuerin aus Niedersachsen. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier in Hamburg sein darf. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Und wir haben ja hier ein ganz interessantes Thema und letztendlich auch ein Thema, was uns alle bewegt. Es geht um diesen
G20-Gipfel unter dem Motto Klima retten und Ernährung sichern. Geht das? Wenn man sich mal ansieht, was 2015 unser Bundesernährungsminister Christian Schmidt gesagt hat, was die Ziele sein sollen, so sagt er, angesichts der wachsenden Weltbevölkerung kann nur der nachhaltige Umgang mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen die Ernährung heutiger und kommender Generationen sichern. Dann sagt er weiter, diese sollen dazu beitragen, die Produktivität zu verbessern, die Qualität von Arbeitsplätzen in ländlichen Regionen zu steigern, Armut zu verringern. So, und wenn wir uns jetzt mal angucken, was ist davon umgesetzt und was ist überhaupt möglich umzusetzen? Wenn wir uns die deutsche und auch die europäische Landwirtschaftspolitik angucken, dann gehen wir einen ganz anderen Weg. In Deutschland ist es nach wie vor so, dass es immer noch heißt, wir müssen wachsen, mehr produzieren. Letztendlich müssen wir für den Weltmarkt produzieren. Ganz deutlich wurde das, wenn ich jetzt mal so auf den Milchsektor zurückkomme, wir hatten ja lange Jahre eine Mengenregulierung bei der Milchproduktion. Das heißt, jeder Bauer hatte eine gewisse Menge, die er produzieren durfte. Das war die sogenannte Milchquote. Diese Milchquote wurde 2015 aufgelöst und es hieß dann für die Bauern, so jetzt auch im Vorfeld schon, jetzt macht euch mal fit für den Weltmarkt. Wir müssen jetzt da sehen, dass wir die Welt ernähren. Der Weltmarkt nimmt alles auf. Infolgedessen sahen wir auch in unserem Umfeld und letztendlich auch in ganz Europa, aber auch in Deutschland, auch gerade hier im Norden, wie die Ställe immer größer wurden, wie unheimlich Geld auch von Investoren in die Betriebe floss und wir haben dann Kuhställe mit 400 bis 1000 Kühen. Das ist alles Milch, ein Großteil der Milch, die dann auch auf den Weltmarkt geht und letztendlich aber zum Dumpingpreis, der abgesetzt werden musste, weil da einfach auch gar kein Bedarf besteht. Vor allen Dingen, wenn man sich das auch nochmal so betrachtet, dass ein Großteil des Futters, gerade jetzt so Eiweißfutter, ich rede von Soja, gar nicht hier produziert wird, sondern auch noch importiert wird. Also dass wir praktisch einen Teil unseres Futters, wo wir Überschüsse mitproduzieren, importieren aus Ländern, die selbst auch keinen Überfluss haben, sondern wo teilweise auch Hunger herrscht. Das ist schon mal eine menschliche, ökologische Katastrophe. So, wie sieht es jetzt bei uns aus? Wir haben diese Überschüsse, die müssen dann irgendwie auch ja weg. Die werden dann in Form von Pulvern, oftmals auch mit Steuergeldern oder mit sonstigen Dumpinggeldern in die Länder des Südens geschafft, die auch da die Märkte kaputt machen, weil die dann zu Preisen angeboten werden, wo einheimische Bauern nicht für produzieren können. Also auf diese Art und Weise machen wir die Bauern hier in Europa, in Deutschland, auf der ganzen Welt kaputt. Selbst in Indien, das ist ja das größte Milchproduktionsland der Welt, sind deutsche Milchprodukte die Billigmacher in Indien. Und das ist was, also ich sage immer, letztendlich mit dieser ganzen Exportpolitik exportieren wir den Hunger in die Welt. Und das muss eigentlich ein Ende haben. Und wenn man sich dann noch mal so hier bei uns umguckt, was das bei uns für Folgen hat, normalerweise ist ja eine Kuh ein Raufutterfresser, also sie frisst Gras. Und es ist ja eigentlich so, dass Kühe das Land nutzen, was für den Ackerbau nicht zu verwerten ist. Also wir haben ja auch einen Haufen an den Flussniederungen, sogenannte Überschwemmungsgebiete, die einfach nicht ackerfähig sind, eigentlich auch nicht geackert werden sollen. Also wenn man eine Kuh artgerecht füttert, dann ist sie auch kein Nahrungskonkurrent zum Menschen. So, und das geben wir jetzt gerade auf. Diese großen Kuhherden, also ich sage immer so, ab 150 Kühe wird es einfach schwierig, die noch auf die Weide zu lassen. Das heißt, die Kühe werden zunehmend mit Mais gefüttert, sie werden mit Eiweißkomponenten gefüttert und natürlich kriegen sie auch noch Gras in Form von Silage. Aber der Weidegang wird zunehmend weniger. Und wenn man sich dann mal anguckt, diese Weide, was das auch für eine ökologische, wertvolle Geschichte ist, Weide und Dauergrünland, also ein Grünland, was mehrere Jahre besteht und nicht ständig umgebrochen wird,
ist einfach in der Lage, Humus zu bilden und somit auch CO2 zu speichern. Und das sind alles Sachen, die wir zunehmend verlieren. Und von daher tragen wir mit der Form der Landwirtschaft, wie wir sie im Moment betreiben, auch zur Klimaverschärfung mit bei. Und das muss ein Weg sein, der beendet wird. Und da müssen wir eigentlich hin. Ganz herzlichen Dank, Johanna Böse-Hartje, weil Sie das so wunderbar zusammengebracht haben. Wenn Sie die Kühe auf die Weide bringen, dann dient es den Tieren, dann dient es dem Klima und dann bringen die auch weniger Milch als die Hochleistungskuh im Stall und dann dient es also auch den Kleinbauern, die in Indien oder in Afrika ihre Milch wieder verkaufen können. Also es macht eigentlich gerade so ganz wunderbar klar, wie das zusammenkommt. Im Moment passiert gerade noch das Gegenteil. Im Moment ist die Landwirtschaft und die Transporte, die an einem globalen Nahrungsmittelmarkt hängen, sind einer der größten Klimasünder weltweit. Und das Wunderbare an der Landwirtschaft wäre aber ja, dass sie wie die Industrie, also ein Auto herstellen und dabei CO2 einsparen, ist einfach nicht möglich. Landwirtschaft aber könnte eine Kohlenstoffsenke sein, wenn sie anders betrieben würde. Wenn also die Kuh immer mithelfen würde, mehr Boden aufzubauen und im Boden CO2 zu denken. Deshalb ist es so wichtig, dass Landwirtschaft in Zukunft anders gestaltet wird. Und im Moment ist die Landwirtschaft einer der Treiber, die dazu beitragen, dass die G20-Länder, die ja für eine Agrarindustrialisierung hauptsächlich verantwortlich sind, für 80% der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich sind. Das ist eine ganz, ganz ungerechte Situation. Und deshalb hören Sie jetzt Forderungen an die G20-Chefs von einer Frau, die diesen globalen Überblick über die Fragen zum Klima und zur Klimapolitik hat. Sie war lange globale Direktorin des Klimaprogramms des World Resources Institute und sie ist heute die Geschäftsführerin von Greenpeace International und zu uns gekommen. Jennifer Morgan, herzlich willkommen. Toll, dass Sie hier sind. Vielen Dank. Es ist echt toll, hier zu sein und toll, in Hamburg zu sein und toll, Nummer eins, bei euch zu sein. Ich bin gestern Abend angekommen und heute Morgen sofort hingefahren. Ich werde meinen Vortrag auf Englisch halten und dann zwischendurch vielleicht auf Deutsch, nur auf Aufmerksamkeit für die Übersetzer. You know, if I think about where we stand right now on climate change, I mean, how the world addresses the climate crisis is one of the defining issues of our time. I think we're living in a moment of great responsibility, but also one of great opportunity. And we actually, as a society, have an opportunity to actually take that real ambitious action and transform our economies into one that is fairer and actually addresses and avoids the climate crisis and the devastation. We're sitting here on the eve of the G20 summit, and the G20 represents the system that we know is the root cause of so many of the environmental and social issues and problems that we are looking for. They should be working for the public case. They should be working for us. But we know that in most countries, that's far from the case. So rather than being at the heart of climate justice, they are at the heart of climate injustice. And so we have a set of calls that we have and been working towards for the G20 that if they are serious, if they understand what they're staring, what's staring them in the face on this, that they will commit not only to implement the Paris Agreement, but to go beyond that, to implement further measures, to go for 100% renewable energy like so many cities, companies, states, and countries are working for right now. They'll commit for a phase out of fossil fuels starting with coal, and that's one right here I want to come back to in Germany. And they will phase out subsidies for fossil fuel. They should be doing that by 2020 and investing those funds actually in other ways of supporting local communities and moving forward. Negotiations are ongoing right now on the climate text. They negotiated until late last night.
The USA, the Trump administration, is working hard to water down that text and make it completely unacceptable. And so it's incredibly important that the other countries, that we have a G19 text, if needed, on climate and on energy, that makes it very clear that they're moving ahead and they're not actually going to negotiate with the Trump administration. They're going to negotiate with the millions of Americans in the We're Still In movement, cities, governors, companies that are committing to Paris and 100% RE, and not this fossil fuel president. Very important. I want to turn quickly just to two things that I think if the G20 were really serious, they would be listening to right now, on that really goes to the heart of it. You know, in Greenpeace, we're working with communities in the Philippines who were the victims and still are suffering from the typhoon a few years ago. They have put forward, we have put forward together with them a petition to the Commission on Human Rights in the Philippines, and the Human Rights Commission has taken that up and written to all of the carbon majors, Exxon, Shell, all of those companies, to basically ask them, pretty simple, to outline their plan for climate change action to get to a zero carbon economy, as the Paris Agreement says. Right now, major oil, gas, and coal companies are trying to shut down those investigations, but the investigation's ongoing, and we're looking to have public hearings to hold companies liable for the damages that they are causing. We're doing a similar thing in Norway, working with youth, and bringing the Norwegian government to court. This case has been accepted, will go to the court in Norway in November, because their constitution says they should be protecting environment and health for future generations, yet the government has issued licenses in the Arctic to drill. This is not consistent, so working for climate justice for youth in Norway. And you can go around the world right now working with also senior women in Switzerland who are suing their government because they also are suffering from the impacts of climate change and they don't think their government, and it's not, are taking adequate action. This type of thing is happening all around the world and people are taking the issue into their own hands, also using the law. And second, you know, I think when we think of climate justice, often we think of it is the poor that are suffering the most, not only in developing countries, but also in developed countries. But we also, I think, need to think about the just transition and climate justice for the workers who we need to move and transform into different work conditions. So let's talk about Germany right here, right now. You know what's going on brown coal and lignite here in Germany. We need a commitment, very clear commitment from the Chancellor to phase out coal by 2030. And we need them to put in place a just transition package for the approximately 20,000 workers that are, you know, earning their daily bread. That's climate justice, that's solidarity that needs to come together so that we can transform our economies into something that is fair and just and gets us to zero emissions. Greenpeace just put out a roadmap on that phase out, and we think that if the Chancellor's really serious about being a leader on climate, at this summit she needs to make it clear that this phase out is gonna happen and that she's gonna fight for it and work with the unions to get it done. We need your help on that. You know very well this is going to be a big fight in the coming months, so we're going to need all of you to work together to make that happen, because Germany can't be out there calling for climate action from the rest of the world when coal is where it is in this country. So I'm looking forward to this connection between nutrition, health, climate change, this is the future that we're all fighting for, and the G20 or the G19, I would say, needs to make it happen. Thank you very much.
Herzlichen Dank, Jennifer Morgan. Und ja, Sie haben es alle gehört, es gibt ja noch ungefähr gefühlt 20 Demonstrationen. Und wenn wir da alle auch nochmal auf die Dringlichkeit der Braunkohle hinweisen, hilft es vielleicht. Ich hoffe es. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat ja eine Sonderinitiative auf den Weg gebracht und die hat einen ganz schönen Namen, nämlich Eine Welt ohne Hunger ist möglich. Und es ist natürlich unbestritten, auch unter Entwicklungsorganisationen, dass es gut ist, dass sich das Entwicklungsministerium um das Thema Hunger und Landwirtschaft wieder mehr kümmert als in den letzten Jahrzehnten, wo man dachte, ach, die Industrie wird die Welt retten. Aber viele Organisationen gucken ganz skeptisch auf dieses Programm und nicht nur das, sondern auch auf die Afrika Beziehungen, die die Europäische Union gerade mit afrikanischen Ländern aushandelt, die gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie TTIP, die aber für viele Menschen in den Ländern auch gefährlich sind. Wieso genau und welche Gefahren dabei stehen, das sagt Ihnen jetzt jemand aus dem Vorstand von FENRO, das ist der sehr renommierte Verband, in dem alle Leute, die über Entwicklungspolitik nachdenken, in Deutschland zusammenkommen. Er ist dort im Vorstand und er leitet die Politikabteilung von Brot für die Welt in Berlin. Und heute ist er nach Hamburg zu uns gekommen, Dr. Klaus Seitz. Toll, dass Sie hier sind. Einen schönen guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Nachdem so viele kritische Worte jetzt zunächst mal gefallen sind, will ich mit etwas Positivem beginnen. Die Bemühungen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit um eine Stärkung des ländlichen Raumes und um eine Fokussierung auf das Problem Hunger überwinden, Ernährung sichern, ländliche Entwicklung voranbringen, sind zunächst einmal ein sehr positiver Trend, den man positiv beurteilen muss. Es gab seitens der afrikanischen Staaten schon mal 2003 in Maputo eine wichtige Konferenz, bei der die afrikanischen Staaten beschlossen haben, wir wollen zukünftig 10% unseres Staatshaushaltes in die ländliche Entwicklung stecken. Und wir erwarten aber auch von den Geberstaaten, also in dem Fall auch zum Beispiel Deutschland, dass sie 10% ihrer Entwicklungsmittel für ländliche Entwicklung bereitstellen. In dieser Zeit, als dieser Beschluss gefasst worden ist, war der ländliche Raum völlig vernachlässigt worden von den Staaten selbst in Afrika, aber auch von anderen Staaten in der Welt, wie auch in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit sind die Prozentsätze für diesen Bereich drastisch gesunken. Das hat die Bundesrepublik jetzt umgestellt. Im vergangenen Jahr sind 1,5 Milliarden Euro bereitgestellt worden für ländliche Entwicklung im Rahmen des Programms Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger. Das sind 17% des BMZ-Etats. Das ist eine deutliche Aufwertung dieses Themas. Und leider ist es nach wie vor allerdings so, dass nur 10 von 50 Staaten Afrikas derzeit diese 10%-Quote, die sie sich selbst gesetzt haben, auch erfüllen. Also dort gibt es noch einiges an Nachholbedarf. Aber jedenfalls ist es sehr positiv zu beurteilen, dass mit dieser Sonderinitiative die Anliegen der Ernährungssicherung, die Stärkung kleinbäuerlicher Landwirtschaft in den Mittelpunkt der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit gerückt sind. Ja, aber das war es dann auch fast schon mit meinen positiven Anmerkungen, weil vieles von dem, was sich jetzt durchaus in der Sonderinitiative positiv entwickelt, ist aber im Gesamtkontext der Initiativen, die im Moment in Sachen Afrikapolitik laufen, mit Marshallplan hat man schon gehört, mit der Berlin-Charta für ländliche Entwicklung, mit den Compacts for Africa oder with Africa, zielt eher darauf, investitionsförderliche klimafreundlich, ein investitionsförderliches Klima für ausländische Direktinvestitionen zu schaffen. Und das ist äußerst fraglich, ob das der Hungerbekämpfung und der Ernährungssicherung langfristig dienen kann. Ich will auch nicht hoffen, muss ich wirklich sagen, dass die G20 jetzt, wenn sie morgen mit ihren Beratungen beginnen, ihrerseits wieder neue Initiativen entwickeln im Bereich Ernährungssicherung, wie es seinerzeit in L'Aquila die G8 gemacht hat. Die Konsequenzen der New Alliance und den Korridoren in Tansania haben wir vorher demonstriert bekommen. Solche Initiativen sollte doch bitte die G20 nicht entwickeln, sondern wenn sie Vorreiter sein will, für Ernährungssicherung müssen ihre Initiativen eingebunden sein in die internationalen Prozesse, die dafür zuständig sind und keine eigenständigen Themen. Die G20 sollte sich nicht ständig neue Themen zu eigen machen und eigene Initiativen ergreifen, von Gesundheit über Frauenförderung, über Ernährungssicherung zu Beschäftigung und Flüchtlingspolitik. Ihr eigentliches Geschäft sollte sein, die Finanzmarktregulation, den Kampf gegen Steuerwettbewerb und für Steuergerechtigkeit einzutreten. Und in dem Bereich ist sie leider gar nicht vorangekommen in den letzten Jahren. Und es geht,
Also nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinem Leisten, wäre es gut, sie würde in dem Bereich vorankommen. Sie werden auch jetzt nicht vorankommen in Hamburg und nicht neue, nette Themen bearbeiten, die eigentlich nicht in den Zuständigkeitsbereich der G20 in diesem Sinne gehören. Wenn schon Vorreiterrollen gespielt werden, ergriffen werden, dann sollten diese Maßnahmen zurückgebunden werden an die zuständigen Strukturen in der G193, und das sind die Vereinten Nationen und nicht in der Gruppe der G20, in die das hineingreifen muss. Und zum Beispiel gerade im Ernährungsbereich gibt es mit dem Committee on Food Security, dem CFS, bei der FAO angesiedelt, ein hervorragendes Podium zum Austragen dieser gemeinsamen Aktivität, an denen übrigens auch die Zivilgesellschaft sehr intensiv beteiligt ist. Es ist ein gutes Modell von einer Einbeziehung von Zivilgesellschaft in multilaterale Prozesse. Leider ist es derzeit so, dass zum Beispiel die USA als G20-Staat die Umsetzung verschiedener Monitoring-Maßnahmen für das Recht auf Nahrung, übrigens auch für Maßnahmen zum Monitoring solcher Prozesse, wie sie Frank geschildert hat, blockieren. Und auch dort gibt es eben Nachholbedarf, dass die G20 solche Prozesse nicht bei diesen Institutionen blockiert. Die schönen Initiativen, die alle ergriffen werden, um ländliche Entwicklung in Afrika zu stärken, sie werden derzeit systematisch untergraben durch unsere Agrar- und Handelspolitik. Wir hatten das von Johanna gehört. Sie werden untergraben durch die Zusammenarbeit mit diktatorischen Regimen zum Zwecke der Migrationskontrolle. Sie werden untergraben durch Rüstungsexporte aus Deutschland und durch unsere massiven, nach wie vor anhaltenden Treibhausgasemissionen durch den Klimawandel, den wir mit hervorbringen. Solange diese Rahmenbedingungen so sind, werden alle diese netten Initiativen zur Stärkung der Ernährungssicherung und zur Stärkung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft in Afrika keinen Erfolg haben. Ich will das nur noch mal am Beispiel der Rüstungsexporte deutlich machen. Die große Hungerkatastrophe, die uns ja gerade alle sehr beschäftigt und beunruhigt, am Horn von Afrika, im Südsudan und im Jemen, wirklich eine der größten Katastrophen, die jetzt in letzter Zeit auch über uns gekommen sind, oder über die Menschen dort, über uns kommen sie ja nicht, sind eine Mischung der Verursachung aus Folgen des Klimawandels und Kriege, militärische Auseinandersetzungen, in denen die G20 ihre Finger drin haben. Saudi-Arabien, die Krieg führen im Jemen, sind ein G20-Staat. Der Prinz wird morgen auch hier sein. Die USA finanzieren mit 100 Milliarden Dollar einen neuen Rüstungspakt mit Saudi-Arabien. Die Bundesrepublik Deutschland hat vor kurzem erst beschlossen, 48 Patrouillenboote nach Saudi-Arabien zu schicken. Ein weiterer Player in der Region ist neu jetzt China, auch ein G20-Staat, investiert in Rüstungsexporte nach Südsudan. Und die G20-Staaten haben gemeinsam mehr oder weniger, die im Weltsicherheitsrat sind, bislang auch verhindert, dass es ein Waffenembargo für Südsudan gibt. Also wenn solche Prozesse nicht blockiert werden, wenn man hier nicht friedenssichernde Maßnahmen ergreift, sondern sogar noch Geld verdient mit dem Krieg, ist es kein Wunder, wenn diese Hungerkatastrophe nicht in den Griff zu kriegen ist. Und Ähnliches ist jetzt für den Handel, den Frau Busse jetzt noch angesprochen hat, zu vermelden. Auch die agrarhandelspolitischen Bedingungen, überhaupt die handelspolitischen Bedingungen, strangulieren im Moment weite Teile der afrikanischen Landwirtschaft. Johanna hat es im Beispiel der Dumping-Exporte deutlich gemacht. Wenn Gemüse auf den afrikanischen Märkten aus Europa ein Drittel billiger ist als das, was die afrikanischen Produzentinnen und Produzenten selbst auf den Markt bringen, ist es kein Wunder, wenn sie nicht hinterherkommen. Und bei Milchprodukten, bei Weizen und Fleisch ist es noch viel dramatischer, diese Einbrüche. Und hier werden die EPAs, Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, die ganz euphemistisch Partnerschaftsabkommen heißen, die Europäische Union seit 2002 bereits mit den afrikanischen Staaten verhandelt, leider keine Lösung bringen, ganz im Gegenteil. Vor allem auch deshalb, weil sie dazu beigetragen haben, jetzt Afrika in 10 voneinander getrennte Wirtschaftszonen zu separieren, wo es doch eigentlich das Ziel war, das sich die Europäische Union selbst gesetzt hatte, einen integrierten Handelsraum für ganz Afrika zu schaffen. Im Moment haben wir in Afrika die Situation, dass gerade mal 17% des Handels innerafrikanisch abgewickelt wird. Man muss sich vorstellen, dass in Europa das 75% sind. Wir sind in viel höherem Maße integriert und das muss auch auf dem Agrarmarkt stärker durchgesetzt werden, dass es hier die Möglichkeit gibt, den panafrikanischen Handel zu stärken und nicht
die Märkte Afrikas separiert nach den unterschiedlichen Wirtschaftszonen für europäische Produkte noch weiter zu öffnen, als es derzeit schon der Fall ist. Das Positive zumindest ist, wir hatten vor 2 Wochen hier in Berlin ja diesen Civil 20-Kongress, in dem die internationale Zivilgesellschaft aus den G20-Staaten, aber auch darüber hinaus hier präsent war. Und bei diesem Kongress hat zu unserem allem Erstaunen die Bundeskanzlerin angekündigt, diese Verträge sollen neu verhandelt werden. Wir nehmen sie beim Wort und werden auch Druck darauf machen, dass diese Abkommen so nicht umgesetzt werden, wie sie unter viel erpresserischen Maßnahmen der Europäischen Union bislang gegenüber Afrika durchgesetzt worden sind. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Klaus Seitz. Jetzt sind Sie uns doch weggelaufen, denn ich möchte Sie jetzt alle aufs Podium bitten. Also Klaus Seitz von Brot für die Welt und FENRO und vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik Imme Scholz, von Greenpeace International Jennifer Morgan, von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft Johanna Böse-Hartje und als Vertreter der... Wir dürfen gerne applaudieren, da wollte ich nicht unterbrechen. Und aus Tansania ist zu uns gekommen Frank Ademba. So, was wir jetzt vorhaben, ich habe einmal das Mikrofon gewechselt, aber man hört mich schon wieder, danke. Was wir vorhaben, ist einmal hier auf dem Panel zu diskutieren. Wir haben jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gehört, was nicht gut läuft. Wir wollen jetzt nach Lösungsvorschlägen suchen, wie wir am liebsten den G20, G19, G193 präsentieren würden. Und jetzt gleich macht sich Sandra Blessin auf. Von dort unten geht sie los, ihre Fragen einzusammeln und dann ist noch Zeit, dass wir ihre Fragen beantworten. Also wir sind auf dem Weg zu Lösungsvorschlägen, wie man es besser machen könnte. Zunächst aber würde ich Sie alle einmal fragen wollen, es war im Wesentlichen Einigkeit, dass so im Moment wirtschaftliche Strukturen gelegt werden, die weder der Welternährung dienen noch dem Klimaschutz. Sind Sie sich untereinander einig oder wollen Sie sich an einzelnen Stellen widersprechen? Denn Klaus Seitz hatte ja zum Beispiel gesagt, G20 soll sich um Steuer und Finanzen kümmern und rauslassen. Aber Imme Scholz, Sie hatten ja gesagt, es ist durchaus gut, dass Sie Afrika, ländliche Entwicklung in den Fokus nehmen. Sind Sie sich im Wesentlichen einig oder wie lösen Sie das auf? Finden Sie mögen. Erstmal ist es wichtig zu wissen, dass die G20 nicht so ein Initiativforum sind wie die G7 oder früher die G8. Also wenn die G20 sagt, wir finden einen Compact mit Afrika wichtig, dann wird das letztlich immer eine einzelstaatliche Initiative sein. Die G20 legt keine gemeinsamen Fonds auf. Und ich denke aber, dass das, was jetzt hier gesagt wurde, also gerade von Frank Ademba oder von Frau Böse-Hartje, widerspricht ja komplett dem, was eigentlich die normativen Vorgaben wären für eine klimagerechte und nachhaltige Entwicklung. Ich denke, was wir sehen in der G20 ist schon eine Erweiterung der Agenda. Also wenn es nur Finanzmarktregulierung wäre, dann sollte sie sich zur Klimapolitik gar nicht äußern beispielsweise. Und das, denke ich, können wir eigentlich nicht verlangen, weil mein Argument ist ja, wenn man Finanzmärkte reguliert, dann muss man das auch aus der Perspektive tun, wie müssen sie funktionieren, damit sie klimagerechte Investitionen nicht verhindern, sondern ermöglichen. Also dieses ganze Thema mit Green Finance. Ne? Und wir müssen Green Finance vielleicht einmal erklären für alle, die noch nicht lange dabei sind. Also das hieß eine Finanzierung von grüner, ökologischer, nachhaltiger Wirtschaft. Also es geht um zwei verschiedene Dinge. Also es geht einmal darum, Regeln aufzustellen für Finanzmärkte und Akteure, also Banken und so weiter, dass es ihnen ermöglicht, in diese neuen Bereiche zu investieren. Die werden ja häufig als risikoreicher bezeichnet, als beispielsweise in fossile Investitionen beizubehalten, die ja eigentlich auch zum Investitionsrisiko jetzt werden. Also da sozusagen deutlich zu machen, der Begriff von Risiko und sicherer Investition, der muss sich komplett ändern, wenn wir uns klar machen,
was die Herausforderungen und die Wirkungen des Klimawandels sein werden. Das gehört zu Green Finance dazu, aber auch einfach bürokratische Hemmnisse abzubauen, die diese alte Risikosicht noch befördern. Ich halte das schon für einen sehr wichtigen Bereich von der G20, aber das ist nicht, bedeutet nicht, dass ich jetzt meine, die G20 sollte wie die G7 solche Initiativen auflegen, die von ihrem eigentlichen Kerngeschäft und was im Kerngeschäft verändert werden muss, ablenken. Also verlangen wir im Prinzip von G20, was die Perspektive dieses Gipfels ist, nämlich die internationale Solidarität mitdenken. Ne? Herr Seitz, sollen die sich einmischen in Ernährung, Klima? Ja, sollte durchaus. Also das ist nur ein scheinbarer Widerspruch, wenn ich sage, die G20 soll sich vor allem bei ihrem Kerngeschäft beschäftigen, zu dem sie, aus dem Anlass, dass sie gegründet worden ist. Natürlich müssen sie auch über Klimapolitik und andere Fragen mit nachdenken. Aber alles, was dort vereinbart wird, sollte unter dem Dach der bereits getroffenen internationalen Vereinbarungen geschehen, im Sinne einer neuen Initiative. Was soll das jetzt, wenn das jetzt möglicherweise im Kommuniqué widerstehen wird? Wir wissen es nicht genau, ob es in dem Sinne drin stehen wird, aber so steht es in manchen Erklärungen drin. Beim letzten G7-Gipfel war das beispielsweise so, wir wollen dazu beitragen, dass 500 Millionen Menschen aus dem Hunger befreit werden als G7. Es steht in den SDGs, steht drin im Ziel 1, neben Ziel 2 ist das Hungerziel. Müssen wir einmal die SDGs in der langen Form sagen? Die Ziele für globale nachhaltige Entwicklung, die 2015 beschlossen worden sind von der Gruppe der 193 Staaten mit den Vereinten Nationen. Wir wollen den Hunger in der Welt bis zum Jahr 2030 vollständig abschaffen, überwinden. Genauso wie wir die Armut überwinden wollen. Wenn sich die G20 als natürlich die Staaten, die über 3/4 der weltweiten Wirtschaftsleistung verfügen, dazu verpflichten, hier Vorreiter zu sein, eine Politik zu betreiben, die das ermöglicht. Ja, wunderbar, darüber sollen sie reden. Aber sie sollen das unter dem Dach der bereits getroffenen Vereinbarungen der Agenda 2030 machen. Und wenn sie über Klimapolitik reden, geht es darum, was tun wir, um das Paris-Abkommen umzusetzen. Das ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, den man geschlossen hat. Das müssen sie überlegen, was müssen wir tun als die größten Klimasünder in der Welt, um das umzusetzen. Nicht, wie können wir wieder neue Initiativen ergreifen, die das dann Bypass legen zu den internationalen Vereinbarungen. Und das würde ich auch gerade im Bereich Ernährungssicherung eben auch so sehen, wo die FAO oder das Committee for Food Security einen guten Rahmen setzt. Also die Welternährungsorganisation. Bei der Welternährungsorganisation ist international auszuhandeln. In dem Rahmen müssen diese Initiativen erfolgen. Die ganzen afrikapolitischen Initiativen, die leiden wirklich auch ohnehin darunter, dass sie nicht abgestimmt sind mit anderen Akteuren. Vor allem, wenn man natürlich über Anliegen anderer Staaten spricht, die gar nicht Teil des Verhandlungsprozesses sind, ist es besonders absurd. Dieser ganze Prozess muss wirklich vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Man kann nicht sagen, wir entwickeln jetzt einen Plan für Afrika und dann reden wir mit den Afrikanern, ob sie das gut finden. Es muss umgekehrt laufen. Wir müssen Pläne der Afrikaner zu eigen machen. Wir machen das jetzt. Frank Adama, wir reden jetzt mit Afrika. Wenn Sie diese Pläne verfolgen, dass sich da G7, also mächtige Politiker aus Industrieländern treffen und sagen, jetzt helfen wir euch mal, wie empfinden Sie das und wie würden Sie sich wünschen, wie sollten solche Initiativen stattdessen laufen? Ja, yeah, for sure, G20 and G7, they are normally focused on marketing. They normally focus African as dumping marketing, because even once you see all multinational companies like Monsanto, like Syngenta, Yara, they are normally sell their fertilizers and seed in Africa. But through doing that, we don't think that it can create food security instead of destroying biodiversity in our African continent. But the only alternative maybe we can focus that we need the investment that seek transformation of agriculture for sustainable and rise productivity toward global standard. I think someone discussed about economic partnership agreement. But also we must focus on biodiversity. As nowadays in Africa, especially in Tanzania, we forget to use our local seed. What we use is Monsanto and Syngenta seeds. Sometimes it's not good, and it's a hybrid. Once you plant, you can't replant again. So that we are much affected. But our message, we can say that any investment, agriculture investment, the farmers themselves, they must be the first investors
for their own land instead of waiting for multinational company to invest. Because multinational company, they are just business oriented, but it's not for food security perspective. For sustainable agriculture is for small scale farmers themselves that can, they can do that. Thank you. Vielen Dank. Johanna Böse-Hartje, wenn Frank Ademba jetzt fordert, dass die Landwirte selber entscheiden müssen, wie sie investieren, weil die wissen, wie Ernährungssicherheit geht mit eigenem Saatgut, sehen Sie gemeinsame Interessen der ja schon sehr hoch entwickelten Landwirtschaft in Deutschland oder in Europa, der Landwirte und der Kleinbauern, die auf viel kleineren Flächen noch arbeiten in Afrika? Haben Sie da gemeinsame Ziele, die Sie weiterentwickeln könnten? Ja, es geht ja um die Eigenständigkeit der Bauern und es geht um den Erhalt der Dörfer, sowohl hier in Europa als auch in den Ländern des Südens und in Afrika. Und da muss man einfach mal gucken, welche Rolle spielt Monsanto, welche Rolle spielt das Kapital. Also das beobachten wir ja auch hier, bedingt durch die Finanzkrise, dass die Investoren zunehmend in den Landmarkt einsteigen. Das heißt, Land in großem Ausmaß wird nicht mehr von Bauern gekauft, sondern von Investoren. Und letztendlich geht dann die Landwirtschaft aus den Händen der Bauern raus. Das heißt, die Investoren sind darauf bedacht, möglichst schnell viel Kapital zu machen oder auch eine Rendite zu haben, während bäuerliches Handeln etwas anders aussieht. Wir sind ja schon immer bemüht, unseren Boden, was ja unser Kapital ist, in einem möglichst guten Zustand zu erhalten, um ihn auch der nachfolgenden Generation zu übergeben. Das ist ja eigentlich so das bäuerliche Denken. Und mit den ganzen Investoren, die einsteigen, verschwindet das. Und das hat dann auch zur Folge, dass es für Monsanto und Co. zunehmend leichter wird, ihre Gentechnik durchzusetzen, wo die Bauern eben sagen, das wollen wir nicht, wir wollen eigenverantwortlich unsere Felder bewirtschaften. Das führt auch dazu, das ist jetzt ja auch gerade die Gefahr in den afrikanischen Ländern, aber das haben wir hier ja auch, dass das Saatgut nicht mehr in den Händen der Bauern ist, was eigentlich seit Jahrtausenden so war, dass die Bauern ihr Saatgut auch dem Klima angepasst haben und den Regionen angepasst haben, wo es angebaut wird. Und das ist einfach eine ganz große Gefahr, dass letztendlich unsere Ernährung in den Händen der Industrie landet, sowohl hier als auch in den afrikanischen Ländern. Und in Afrika ist es noch viel, viel gefährlicher, sehe ich. Da wird dann immer noch gesagt, wir müssen ja im Aufbau helfen und wir müssen dann auch Privatfirmen da reinschicken, die den Menschen helfen. Und das ist genau der falsche Weg. Die Bauern müssen oder die Menschen müssen selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen und nicht das von irgendwelchen Firmen aufoktroyiert kriegen. Vielen Dank. Ich glaube, für so ein kleines Zwischenfazit können wir festhalten, dass erstens klar ist, dass G20 sich hier nicht anmaßen kann, Probleme aufzudecken, sondern das alles oder zu Lösungen vorzuschlagen, sondern das alles unter dem Dach der Vereinten Nationen, der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen stehen sollte. Und wir haben ganz viel, Sie hatten bottom-up gesagt, Sie haben gesagt, die Bauern müssen das selber in die Hand nehmen. Das ist für mich erstmal hier ein Fazit, dass wirklich die Leute, die verantwortlich sind, ob Landwirte oder Handwerker, wer auch immer, selbst in die Hand nehmen müssen und für ihre Zukunft verantwortlich sein müssen, unabhängig von Investoren oder anderen Interessen. Jennifer Morgan, Greenpeace war ja lange das Unternehmen, was mit schlagkräftigen Kampagnen und starken Bildern und Aktionen Probleme deutlich gemacht hat. Aber Greenpeace mischt sich auch ein ins Politikmachen. Wenn Sie jetzt von Greenpeace International überblicken, wie diese Finanzinteressen den Klima- und Ernährungsinteressen entgegenlaufen, haben Sie auch Vorschläge entwickelt? Wie könnte das jetzt sein? Was wären die Greenpeace-Vorschläge, wie man Klima- und Ernährungsthemen besser voranbringen könnte? Ja, absolut. Also ich glaube, wir wissen, was zu tun ist. Also wir wissen, wenn man guckt auf die lokale Ebene, ist es sehr klar, was eigentlich besser ist für Klima, für Ernährung, für Leute. Das wissen wir. Das Problem ist, und daran arbeiten, glaube ich, wir alle, dass die Interessen in diese Länder die große Konzerneinteresse definieren eigentlich die Politik oft. Manchmal kommt das durch direkte Korruption, manchmal kommt das nur durch diese laufende Tür, ne? Also Autoindustrielobby zum Beispiel in Deutschland kommt rein und raus der Regierung und dann geht zurück in der Industrie. So, ich glaube, wenn wir an Gerechtigkeit, wenn es an,
an Klima oder an Landwirtschaft geht, dann müssen die großen Interessen eigentlich reguliert sein. Und es muss auch transparent sein, was sie da machen. In einigen Ländern geht es um, wie man einen Wahlkampf finanziert. In anderen Ländern geht es, was für eine Rolle sie in der Politik haben, was transparent ist. Also das eigentlich, Korruption soll ein Thema in G20 sein. Es ist nicht im Moment. Ich glaube, das ist eine Mischung, glaube ich, zwischen man weiß, was man ändern muss, aber eigentlich, was wir brauchen, ist ein Machtwandel in viele Länder. Na, wir brauchen das Bauern, das Lokale, also wenn man denkt an die Energiesystem, wir brauchen eine Demokratisierung des ganzen Energiesystems, wo Leute selber entscheiden dürfen, was sie wollen und nicht die großen Energieversorgungsunternehmen. Das ist ein Machtwende, die wir brauchen. Wir brauchen das auch hier in G20 und das, um das umzusetzen, muss man auch wissen, woran das geht in jedem Land und muss man dann engagieren, aber eigentlich ist es the people that should decide. Sie alle. Ich habe jetzt hier so einen Stapel und wir haben Zeit bis 12. Ich fange mal dann deshalb schnell an. Jennifer Morgan, bei Ihnen mache ich gleich weiter. Es kam nämlich die Frage nach der Rolle der erneuerbaren Energien. Sie hatten gerade schon gesagt, das ist ein Weg zur Lösung, eine Dezentralisierung und viele Leute, die Stromenergie erzeugen. In Deutschland wird das aber auch oft als ein Widerspruch wahrgenommen. Entweder habe ich die Flächen und baue dort Mais an für Biogasanlagen mit ökologischem und Klimaschaden. Ist das ein Zielkonflikt oder können die erneuerbaren Energien auch helfen? Und ja, was könnte die G20 dafür tun? Ja, genau. Also erneuerbare Energie, es ist möglich, Lösungen da zu finden. Es ist klar, dass erneuerbare Energien auch nachhaltig sein müssen. Also das heißt, wenn man denkt an alle die falschen Lösungen, auch in der erneuerbaren Energiebereich oder sogenannte erneuerbare Energiebereich wie Biomasse manchmal oder Biogas oder Biofuels, wo man Platz wegnimmt für Landwirtschaft, was gebraucht worden ist, oder wo es produziert ist, in einer Art und Weise, die nicht nachhaltig ist. Das müssen wir natürlich vermeiden. Wir wissen aber, dass mit Wind, mit Solar, kann man sehr, sehr weit kommen. Und man weiß, wir wissen auch, dass die Preise ganz schnell runtergehen. So, es ist möglich und wir wissen, worum das geht. Die Preise kommen runter, die Technologien sind da und es ist klar, dass die Bewegung geht Richtung weg von Kohle und in Richtung erneuerbare Energie. Aber man muss auch da im Detail gucken und kämpfen. Mhm. Danke. Also keine großen Lösungen von oben, sondern immer wieder an jeder einzelnen Stelle der Leute, die es machen. Klaus Seitz kann zu und dann eine Frage an Frank Ademba. Gerne die Frage nach der erneuerbaren Energie noch mal kurz aufgreifen, weil ich es ganz wichtig finde, dass man deutlich macht, es ist nicht per se gut. Also was ökologisch sinnvoll ist, ist nicht immer auch entwicklungspolitisch und menschenrechtlich akzeptabel. Es gibt unglaublich viele Konflikte gerade, die mit dem Ausbau erneuerbarer Energien zusammenhängen. Jetzt nicht nur, ich spreche jetzt weniger von Deutschland, da sind die Konflikte zwar auch da, aber nicht so dramatisch. Aber wenn man sieht, welche Form von Landgrabbing inzwischen in Mexiko beispielsweise betrieben wird, um Windparks einzurichten, das sind oft auch US-amerikanische, europäische große Unternehmen, die das machen, wo genau dasselbe passiert wie bei den Korridoren in Tansania, dass die Bevölkerung einfach nicht gefragt wird, dass ihre Landrechte missachtet werden, dass Großinvestoren Land pachten oder auch kaufen, um riesige Windparks anzulegen. Wir haben große Landnutzungskonkurrenz in wachsendem Maße, wenn es darum geht, Biomasse zu produzieren für erneuerbare Energien. Ich glaube, die Hälfte mittlerweile des Zuckerrohrs in Brasilien wird ja für Bioethanol verwendet. Also das ist wirklich Konkurrenz zwischen Tank und Teller, die auch große Probleme mit sich bringt. Hier müssen Abwägungen sein, wo müssen klare menschenrechtliche Prinzipien eingezogen werden, müssen die Landnutzungsrechte, die Guidelines, die Vereinten Nationen dazu für, also auf die FAO dazu verabschiedet hat, beachtet werden. Sonst geht dieser Ausbau erneuerbarer Energien auch schief und auf Kosten der Ärmsten der Armen. Das halte ich also für, und das Dramatische ist, wahrscheinlich werden wir in Zukunft noch weitere Landnutzungskonflikte bekommen im Kontext des Klimawandels oder der Klimapolitik, weil immer deutlicher wird, dass das 1,5-Grad-Ziel, das man sich in Paris gesetzt hat, nicht einzuhalten ist, weil alleine die Kohlendioxidemissionen, die jetzt schon in der Atmosphäre sind, so weit dazu beitragen, dass die Klimaerwärmung weiter voranschreitet, als,
als über diese 1,5 Grad Erhöhung hinaus. Und man jetzt auf Negativemissionen zukommen muss, also den quasi zurückbinden der bereits in der Atmosphäre befindlichen Treibhausgase, dafür auch wieder Land beansprucht wird, um Kohlendioxid zu binden. Und auch das wird wieder zu Konkurrenzsituationen führen, sodass dann Teile der Ländereien im Süden, die wir eigentlich für Nahrungsmittelproduktion bräuchten, plötzlich dazu dienen, Negativemissionen zu absorbieren. Also eine ganze Reihe von Konflikten, die sich da anbahnen. Deshalb muss es immer zu einem Abwägen von ökologischen und menschenrechtlichen und entwicklungspolitischen Gesichtspunkten kommen. Es gibt einen Film, applaudiert werden soll. So viel Zeit. Es gibt einen Film von dem deutschen Filmemacher Ulrich Eichelmann, der heißt Climate Crimes, und der hat genau an Beispielen, die im Namen des Klimaschutzes Umwelt zerstört haben, illustriert. Ich würde das nochmal zur Illustration dessen, was Sie gesagt haben, empfehlen. Das zeigt nämlich auch, wir gehen immer so selbstverständlich davon aus, wir brauchen eine Energiewende, vielleicht müssen wir auch mal unseren Energiemobilitätskonsum in Frage stellen. Es gibt ja kein Menschenrecht auf durch die Gegend fahren. Sie hatten eben die Guidelines erwähnt. Also das sind Richtlinien, die eigentlich Investoren vorschreiben, was sie alles beachten sollen, wenn sie Land im Ausland für ihre Zwecke pachten, kaufen, für 99 Jahre nutzen. Und das bringt uns zur nächsten Frage, nämlich an Frank Ademba. Gibt es in Afrika Widerstand gegen dieses Landgrabbing? Und dort, wo es passiert, in Tansania, werden diese Guidelines, diese Richtlinien der Vereinten Nationen, werden die eingehalten? Das, was Sie eben gesagt haben, klingt, als wäre es nicht so. Thank you. It's really challenging in Tanzania, especially the case of land grabbing, due to the policy that we have. Sometimes it takes time to get land title deed. So what investors did is to use ignorance of the people to acquire the land. But we have been campaigning and creating awareness as Tanzania Land Alliance to see that the alternative of ownership, the land ownership of 1999 years, is many years since our parents and children and great children will remain without land, just waiting for the investors to finish. But the current government now, what they did, they heard our cry and they reduced the land ownership. Instead of 99 years, now they're on the process to reduce to 33 years for investors. For any investors who need to invest, they must own only 33 years. But if you would be given the land for land lease at 33 years, but within 3 years, if you are not developing, so your title deed will be revoked. That is the condition for investors. But also, there is still a challenge. Though the government trying to hurt the civil society movement, but there is still a challenge because most of small-scale farmers are living in remoteness area. They can't get information. And most of investors going to the fertile lands where they can get some high yield, where there is an infrastructure. So they use the people ignorance, the economy of affair, to grab the people's land without free prior consent. That is what we are seeing, which is contrary with the international policy that they need to follow up. Thank you. Dieser Begriff Free Prior Consent heißt ja eigentlich, dass man sich vorher frei informiert und dann zustimmt, dass man sein Land abgibt an einen Investor. Sie haben gesagt, Sie müssen überhaupt erst das Bewusstsein dafür schaffen bei vielen Landwirten. Wie viele Farmer erreicht Ihre Organisation und wie viele sind vielleicht in irgendwelchen Dörfern, wo sie gar nicht sein können und haben das Problem noch nicht, also sind noch nicht so informiert, dass sie wirklich frei und informiert entscheiden können? We normally use the media and writing some research, but also we have social media that is reach many small scale farmers. As we discussed that 80% of Tanzania are farmers and then they are found in rural areas. But now social media, it's easy way to reach them. But free prior informed consent is that when investors need the land, they must come to the village, talk with the villagers themselves. But if they need more than 50 acres, so there are other procedures, not only talking with villagers, but also
going to Tanzania investment land. If there is some land, they can give in. But mind you that in Tanzania, only 2% is the public land, which is under Tanzania Investment Center. But 70% of the land is under village land. So that makes sometimes it's difficult. That's why they are using the people's ignorance. They are corrupting farmers. So they take land. At the end of time, farmers start to cry. Why are you taking the land? They grab some small village committee and they're given money. After giving that money, it means that they take more than hundreds and hundreds lands. That's what happened, and now most of small-scale farmers are crying. So there is a lot of cases that appeared, especially in the village level. And you can find that the big companies like Silverland, they have already penetrated. The Yara have already penetrated. And Monsanto, now what Monsanto is doing, they provide the seed for free at the first season. Then they say, try this one. If you get high yield, you'll come back to us. Then you buy for seed. That is another new idea for changing the people mindset for not using local seeds. Then they're using hybrid seed, which provided by Monsanto. So that is it's a continuous idea every day, every times. But most of farmers ask, Frank, is it possible to continue with Monsanto seed? But you heard about Monsanto seed is GMO seed. How can we do? But they provide seed for free at the first season. So that they try to make some Tanzania mentality to agree with the notion that these seeds can provide the high yield that you can compare with local traditional seeds. That is what happened, and that is what is penetrating to the mind of the community. Though there are some policies that Tanzania tried to introduce, we have already on the process also to change the policy of Tanzania. Our previous policy did not accept biotechnology, but due to the convincing of multinational company, due to the convincing of G7 Alliance, we are now in the process to change the policy, land policy and agriculture policy that can allow biotechnology. But we as civil society now we are campaigning about that GMO seeds is not good. We have been seeing some different effect from from Western country, especially Americans, Canada, Brazil. So we are still campaigning up to now that policy was not introduced. Then the government find another way to see how they will make it. But it is an influence of G20 and G7 to make sure that the Tanzania can be among of the part of dumping the seed business and the fertilizer business. That is what happened. Vielen Dank, Frank Adamba. Und man merkt, welche große Bedeutung Information, Zugang zu Information und Transparenz bei diesen Fragen haben. Wir kommen nochmal zurück auf das politische Feld auf der höchsten Ebene, Klaus Seiß, vielleicht auch Imme Scholz. Welche Rolle bei der Hungerbekämpfung und auch bei der Privatisierung spielt denn die FAO, also die Landwirtschaftsorganisation in Rom, also die Organisation der Vereinten Nationen, die sich um Landwirtschaft, auch um Agrarökologie neuerdings kümmert. Welche Rolle spielt die denn bei der Hungerbekämpfung? Klaus Seiß. Sie spielt eine ambivalente Rolle, mal vorsichtig gesagt. Es ist nicht alles gut, was dort rauskommt. Die FAO ist offen für vieles. Also von Pro-Gentechnologie bis zu Pro-Agrarökologie ist alles möglich. Andererseits ist die FAO die eben zuständige Weltlandwirtschafts- und Ernährungsorganisation, die mittlerweile eingebunden ist in dieses von mir bereits erwähnte CFS, das Committee on World Food Security, in dem auch dann noch das WFP, das Welternährungsprogramm drin ist, und IFAD, ein Fonds für ländliche Entwicklung, die da mit eingebunden sind. Vielleicht kann man zu diesem CFS noch mal einen Satz mehr sagen, weil das ja schon eine besondere Organisation ist. Ja, das ist im Grunde eine Plattform, in der diese drei Organisationen zusammenkommen, in der alle Staaten, die Mitglieder der FAO sind, das sind 185 Staaten derzeit etwa, nicht alle 193 UN-Mitgliedstaaten, mit drin sind und wo es mittlerweile auch einen sogenannten Civil Society Mechanism gibt, in dem die Zivilgesellschaft mit am Tisch sitzt, was nicht allen Staaten behagt. Es gehen ja nicht alle Staaten mit ihrer
eigenen Zivilgesellschaft besonders glimpflich um. Und dann mögen das dann nicht, wenn die alle mit am Tisch sitzen. Aber das ist wirklich eine interessante Plattform, die jetzt auch einen Monitoring-Mechanismus beschlossen hat, trotz der Einwände der USA, zum Beispiel um auch zu überprüfen, wie werden die erwähnten Guidelines für Landnutzungsrechte und Wasserrechte, Zugang zu Wasser und Land, die Frank erwähnte, auch in nationales Recht umgesetzt, weil sie sind dann nur so nützlich, diese Guidelines sind hervorragend, auch schon die Guidelines für das Recht auf Nahrung, die viel früher verabschiedet worden sind, aber sie taugen nur so weit, als sie in nationales Recht umgesetzt werden und dass dieses Recht entweder gar nicht existiert oder dann jetzt auch wieder verändert wird, wie wir es gerade im Falle Tansanias gesehen haben, das ist auch ein Riesenproblem, aber das soll jetzt in regelmäßigen Rhythmen überwacht werden. Die FAO hat keine Sanktionsmacht und das CFS, aber es wird jedenfalls eine Beobachtung geben, ein Monitoring geben, wo man Bericht erstattet darüber, wie werden diese Spielregeln umgesetzt. Ich muss dazu sagen, dass... Kann ich ganz kurz dazu nachfragen? Kann man denn so weit gehen, weil viele ja dieses CFS, also dieses Committee for Food Security, als einen ganz großen Erfolg der Zivilgesellschaft werten, die einfach nach Rom kommt und sagt, wir alle wollen jetzt mitreden mit unseren lokalen Erfahrungen vor Ort. Würden Sie auch so weit gehen und sagen, da zeigt sich, wie eine zukünftige, faire, gerechte, solidarische Welt Organisation aussehen könnte? Gehen Sie so weit auch? Ist vielleicht noch zu früh, jetzt schon eine Bilanz zu ziehen von dem ganzen Instrumentarium, aber ich würde es im Grundsatz sehr positiv bewerten, weil es wirklich auf dem Weg ist, unter dem Dach der Vereinten Nationen, unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft, ist eben nicht nur der europäischen und amerikanischen, sondern eben auch der Länder, in denen es um Sicherstellung von Ernährungssicherung geht, zu gewährleisten. Ich finde es einen sehr sinnvollen Mechanismus. Es wird sich zeigen, ob er den maximalen Widerständen von einem Teil der Staaten, sich diesen Vereinbarungen wieder zu entziehen, ob sich es aufrechterhalten lässt. Aber ich will auch nochmal deutlich machen, ich meine, die deutsche Bundesregierung hat in der Hinsicht, egal in welcher Regierungskoalition das in den letzten 15 Jahren jeweils war, in welche Farben der Fraktion da zusammenkam, immer sehr stark eingesetzt dafür, sowohl dass das Recht auf Nahrung auf FAO-Ebene und CFS-Ebene implementiert wird, als auch diese Guidelines sich dafür stark gemacht für Landnutzungsrechte. Das muss man ja durchaus hoch anrechnen, was bei vielen anderen Staaten nicht so einen hohen Stellenwert hat. Aber wie gesagt, es hängt davon ab, dass es nationales Recht umgesetzt wird. Und das gilt übrigens auch für das andere wichtige Prinzip auf internationalen Ebene, nämlich das Prinzip der Richtlinien, der Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte. In allen Papieren jetzt, die wir haben, Marshallplan, Berlin-Charta, Compacts with Africa, steht überall drin, dass sie beachtet werden sollen. Ja, Pustekuchen, die sind auch nur so viel wert, wenn sie nationales Recht umgesetzt worden sind. Und da haben wir leider in Deutschland auch keinen großen Wurf damit gemacht mit dem nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte, weil dort die Verbindlichkeit, die wir uns auch als Zivilgesellschaft erhofft hätten, überhaupt nicht festgeschrieben ist. Also da sind wir dann auch wiederum sehr, sehr schwach in der Umsetzung solcher Prinzipien. Aber das ist eben das Dilemma von solchen Organisationen, solchen Plattformen wie die Vereinten Nationen, wie die FAO. Man kann Vorschläge entwickeln, aber solange sie nicht in nationales Recht umgesetzt werden, sind sie eben Leitlinien, an denen man sich vielleicht messen lassen muss, aber sie sind noch nicht völkerrechtlich verbindlich oder dergleichen. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf, der hat gerade ein solches Papier auf dem Tisch, dass man auch sogenannte Non-Statal Actors, nennen die das, also nichtstaatliche Akteure, also auf Deutsch große Investoren, die irgendwo hinkommen, dass man die auch vor auf völkerrechtlicher Ebene anklagen sollte, wenn sie gegen diese genannten Menschenrechte und die Vereinten Nationen beschlossen haben, verstoßen. Glauben Sie, da hat übrigens Deutschland sich erstmal zurückgehalten. Vielleicht ist das auch nochmal ein Thema für Widerstand an Sie alle, mal nachzufragen, warum Deutschland da nicht vorangeht. Aber wäre das eine Lösung, die Interessen von Kleinbauern, die dann in Genf klagen könnten, sagen könnten, da ist aber ein Verstoß von einem Investor. Glauben Sie, dass das ein Schritt wäre? Ein kleiner Hinweis, also entweder parallel oder schauen Sie einfach ins Programm jetzt parallel oder heute Nachmittag findet zu diesem Thema auch ein Workshop statt, genau zu dieser Frage mit dem Treaty und der Umsetzung auch der Beschwerdeverfahren, der Beschwerdemechanismen, um solche Einsprüche zu ermöglichen. Aber nochmal kurz, wäre das ein Schritt nach vorne? Würde das eben diese Einklagbarkeit, diese Überwachbarkeit, würde das weiterhin forschen? Auf jeden Fall, ist es ein Schritt nach vorne. Ich meine, wir haben es ja durch alle Beiträge jetzt gehört, dass wir die Schwierigkeit haben, dass die Regierungen, von denen wir Veränderungen erwarten, weil sie nun mal in der Regierungsmacht sind, gleichzeitig diese Probleme mit verursachen oder eben mit sehr unterschiedlichen Zungen sprechen. Also die Regierungen sind ja auch in dem Sinne nicht monolithisch. Das erleben wir in der Bundesregierung ja auch. Es sind sehr unterschiedliche Sichtweisen und Interessen, die da
eine Rolle spielen. Und dieser Bezug auf die Menschenrechte ist aus meiner Sicht auch hat eine neue Dynamik gewonnen. Also auch in der Präambel des Pariser Abkommens, des Übereinkommens, steht, ist ja ein Bezug zu den Menschenrechten drin. Das ist ja auch für die Klimapolitik sehr neu, dass man sagt, es geht hier nicht primär darum, Klimaschutz zu machen und nicht um Entwicklungsfragen, sondern mit dem Bezug auf die Menschenrechte hat man das dem eine viel zentralere Bedeutung gegeben, also auch mit Blick auf diese Just Transition, diese gerechten Transformationspfade, von denen du gesprochen hast. Und insofern denke ich, ist das ein sehr wichtiger Bezug, aber die Stärke des Instruments wird davon abhängen, dass es tatsächlich zu solchen Anklagen kommt und dass sich Regierungen auch darauf einlassen. Ich würde da nochmal hinzufügen, da spielen auch die regionalen Menschengerichtshöfe eine wichtige Rolle. Also in Südamerika, der Menschenrechtsgerichtshof der Organisation Amerikanischer Staaten hat sich sehr oft für die Rechte indigener Völker ausgesprochen. In Afrika gab es jetzt auch so eine Entscheidung des afrikanischen Menschenrechtsgerichtshofs, der gesagt hat, dass die von den kollektiven Rechten indigener Gruppen gesprochen hat. Also ich glaube, dass also nicht nur individuelle, sondern auch kollektive Rechte spielen da eine Rolle, gerade wenn es um Landnutzung und Ernährungssicherheit geht. Ich wollte noch einen Punkt sagen zu der FAO. Ich glaube, diese Ambivalenz, von der du gesprochen hast, Klaus, die spiegelt natürlich auch wieder, dass wir da nicht wie im Energiesektor wissen wir, welche Technologien im erneuerbaren Energienbereich wichtig sind. Und wir haben auch eine Vorstellung davon, was ein nicht fossiler Transportsektor wäre in den meisten Bereichen. In der Landwirtschaft ist das noch viel umstrittener. Und deswegen ist es auch in der Landwirtschaft sozusagen noch eher möglich, dass es so unterschiedliche Strategien gibt. Und da, also aus meiner Sicht ist es da schon auch noch eine Wissenslücke, die da besteht. Und da ist einfach noch viel mehr Klärungsbedarf erforderlich. Und da ist auch die Aufarbeitung von den positiven Strategien, die es gibt, von Familienbetrieben, also in unterschiedlichen klimatischen und ökonomischen Regionen, ist da sehr wichtig, um Alternativen stark zu machen. Vielleicht müssen wir die ganz kurz benennen. Applaus ist erlaubt. Vielleicht müssen wir diese unterschiedlichen Wege ganz kurz benennen. Die Agrarindustrie sagt ja immer, wir müssen in Deutschland auf unseren Gunststandorten so viel exportieren, weil wir die Welt ernähren müssen, wenn es mehr Menschen gibt. Und dann gibt es den berühmten Weltagrarbericht, der sagt, die Kleinbauern sind im Moment das Rückgrat der Welternährung, und zwar regional, die müssen wir stärken. Wer hat denn da jetzt recht? Naja, ich denke, der Unterschied ist ja auch, dass Kleinbauern nicht, was sind Kleinbauern? Wir hatten das beim Vorgespräch so ein bisschen ja auch thematisiert. Ich würde eher unterscheiden, wer produziert für lokale Märkte mit, so wie das Frau Beljahasow auch sagte, mit angepasst an lokale ökologische Bedingungen beispielsweise und Märkte, und wer, man kann auch als kleiner Betrieb für den Weltmarkt produzieren. Ich glaube, das sind Unterschiede, wobei aber auch da dieser Konzentrationsprozess in Gang setzt. Was ich mich frage, ist, wenn man sich anschaut, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Agrarproduktivität haben wird in unterschiedlichen Ländern, gerade auch in den Regionen, die jetzt die Weltmärkte versorgen. Also in den USA wird es massive Auswirkungen geben durch Dürren, durch Erwärmung, durch Ausbreitung wieder von Wüsten eigentlich. Das wird auch in Südamerika der Fall sein. In Australien sehen wir die Probleme der Dürren. In vielen Gebieten wird die Agrarproduktivität, auch wenn man sie anpasst, die Landwirtschaft wird sinken. Dann braucht man eigentlich einen Welthandel, also um andere Länder versorgen zu können. Aber es sollte nicht so sein, dass der Welthandel die eigene Produktivität unterminiert. Aber ich glaube, das ist auch noch nicht klar. Und es ist sehr schwer, in die Zukunft zu schauen und zu sehen. Aber für mich würde zu einer solidarischen Wirtschaft auch gehören, dass man darüber nachdenkt, wie man Welthandel so organisiert, dass er Versorgung sicherstellt, aber lokale Versorgung und Produktion nicht unterminiert. Das ist aber eine ganz andere Perspektive, als wir sie jetzt haben auf den Weltmarkt mit landwirtschaftlichen Produkten. Jennifer Morgan. Ja, ich stimme komplett zu. Ich glaube, wenn man das dann mit den 1,5 Klimaziel verbindet, also wir brauchen dieses Sektor, ist beide sehr verletzbar von den Auswirkungen, und das hat riesige Auswirkungen auf
Bauern und natürlich die Ernährung und Food Security von Millionen Leuten weltweit, aber ist auch Teil der Lösung, muss Teil der Lösung sein. Und ich glaube, wir haben eine Chance, wenn Sie an Lösungen sprechen, die verschiedenen Ziele, die wir alle haben, zusammenzubringen für lokal, nachhaltig, die wirklich nachhaltig sind und nicht, dass es auch gerecht ist, dass es nicht Gentechnik ist, dass es nicht industrielle Landwirtschaft ist und dass es weniger oder CO2 eigentlich letztendlich als Speicher ist. Aber ich stimme zu, dass wir brauchen eine Menschenrecht, Klimaschutz und Vision, die konkret ist, wofür wir arbeiten können. Weil im Moment, ich glaube, wir haben viele, viele Aktivitäten auf dem Grund, aber wenn ich von Machtkampf rede, also wenn man denkt an diese Unternehmen, ich glaube, die ganze Menschenrechtsfrage, also ich wollte auch erwähnen, dass ja, die Regierungen sind sehr wichtig, aber das ist auch die Unternehmen. Wir müssen voran an die Unternehmen gehen, weil dieses Filipino-Beispiel, die ich benannt habe, das geht um eine Menschenrechtskommission, die jetzt mit den größten globalen emittierenden Unternehmen ins Gespräch kommen und hoffentlich vor dem Gericht, also Schritt für Schritt. Und dann kommt diese ganze Frage von Liability. Exxon knew. Was hat Exxon bewusst die ganze Zeit über Klima? Was hat Monsanto auch gewusst die ganze Zeit? So, es ist beides diese Lösungsorientierung, für dass wir zusammenarbeiten als verschiedene Communities, um eine Machtwende schaffen können, sodass wir ja auch unter 1,5 Grad bleiben können. So, wir haben gehört, die Wege sind nicht überall klar. Nicht so schüchtern applaudieren. Die Wege sind nicht überall so klar wie bei den erneuerbaren Energien. Das sind komplexe Sachen, die ausgehandelt werden, müssen immer mit den lokalen Akteuren. Eine Frage hier auf einem meiner tollen weißen Zettel ist die Frage nach Sanktionen. Und das schließt sich ja geradezu zwingend an. Klaus Seitz, gibt es dazu Vorschläge? Weil wenn man sagt, die G193, die Vereinten Nationen, haben nachhaltige Entwicklungsziele für die ganze Welt verabschiedet. Die werden gerade konkretisiert. Gäbe es nicht die Chance, über Sanktionen wirklich zu erzwingen, dass sie eingehalten würden, und dann bräuchte man wahrscheinlich G20-Treffen nicht mehr. Sie gucken, als wären Sie nicht ganz glücklich mit der Frage. Ich habe jetzt keine Lösung dafür. Die Sanktionen gibt es im Moment nicht in dieser Form. Aber es ist natürlich, also wer Sanktionen erlassen kann in den Vereinten Nationen, ist der Sicherheitsrat, der Weltsicherheitsrat. Und es gibt ja schon lange Überlegungen, bräuchte man etwas wie den Weltsicherheitsrat, der jetzt zum Beispiel dann, wenn ein Staat bestimmte Spielregeln verletzt, sagen kann, wir erlassen da ein Handelsembargo oder was auch immer. Diese Möglichkeiten gibt es durchaus, aber die gibt es sonst für die Vereinten Nationen an keiner Stelle. Was aber vorstellbar wäre, und das war übrigens ein Vorschlag, den Kanzlerin Merkel zu Antritt ihrer ersten Kanzlerschaft damals auch vertreten hat, wir bräuchten eigentlich so etwas wie den Weltsicherheitsrat auch für wirtschaftliche, ökologische, soziale Fragen. Also das, was so ein bisschen dieses ECOSOC-Komitee momentan ist innerhalb der Vereinten Nationen, das aber auch keine Sanktionsgewalt hat, müsste man so, nicht so ein Global Council einrichten, einen Rat einrichten, der diese Fragen eben mit einer ähnlich sanktionsbewährten Strategie fahren kann. Und ich würde es nach wie vor für sinnvoll halten, auf diese Strategie zuzugehen. Wir müssen die Vereinten Nationen stärken und sie müssen eben auch mehr Sprachfähigkeit und Durchsetzungskraft in ökologischen, menschenrechtlichen, sozialen Fragen haben. Und es kann sich jetzt nicht nur darauf beschränken, auf die paar Staaten, die im Weltsicherheitsrat dann über Krieg und Frieden zu entscheiden haben. Also das wäre durchaus eine Strategie. Im Moment sind die Spielräume relativ eng, die es gibt. Man hat im Grunde die Möglichkeit des Peer Reviews, also dass sich dann, wie es beim High-Level Political Forum jetzt für die Agenda 2030 geschieht, das ist das Forum auf der UN-Ebene, das jetzt ständig beobachtet, wie die Staaten die Agenda 2030 umsetzen. Da berichten dieses Jahr, kommende Woche beginnt es zum zweiten Mal jetzt, berichten auch schon wieder, ich glaube 40 Staaten oder vielleicht sind es noch mehr, die schon ihren ersten Zwischenbericht vorlegen, was haben sie getan. Das hat durchaus einen Effekt, ja, dass diese Staaten berichten, wechselseitig berichten und dann
nach dem Motto Shaming and Blaming dann eben vielleicht auch dumm dastehen, so wie der PISA-Report, das kennen Sie ja wahrscheinlich auch, dann auch eine gewisse Wirkung hatte, wenn er immer rauskommt, Deutschland ist da ganz hinten dran bei der OECD, da müssen wir was tun, das können wir uns nicht erlauben, dass wir immer die Schlechtesten sind. Also Sanktionen wären sinnvoll, sind kompliziert, aber so eine kompliziert. Art... Im Moment hat man nur den Mechanismus des Beobachtens, des Vergleichens, des Kritisierens innerhalb der Vereinten Nationen, aber dort müssten eigentlich schärfere Strategien und gewissermaßen eine völkerrechtliche Verbindlichkeit. Wir nehmen mal den Vorschlag mit zur G20, einen neuen Sicherheitsrat für ökologische, wirtschaftliche Fragen. Imme Scholz und Jennifer Morgan ganz kurz dazu. Also ich bin da ein bisschen zurückhaltend, weil die Vorstellung, jemand wird sanktioniert, es geht natürlich darum, die Vorstellung, die UN sanktionieren die Mächtigen, die sich nicht an vereinbarte Normen und Ziele halten. Aber ist das tatsächlich das, was man erwarten kann? Ja. Und die Erwartung ist doch dann eher, es werden die Schwachen sanktioniert, die sich nicht wehren können. Und das wäre für mich aus meiner Sicht ein Risiko von so einem Sanktionsapparat. Und worauf würde sich der beziehen? Der würde sich natürlich auf vereinbarte Normen beziehen. Und das in vielen Bereichen haben wir vereinbarte Normen, also jetzt im Sinne Normen von Zielen, die erreicht werden sollen, also das Pariser Abkommen beispielsweise. Aber es gibt Bereiche, wo wir sie noch nicht haben. Und ich fände es dann, und da sind die UN schon effektiver, also bei der, wenn sie etwas erreichen, dann tatsächlich bei der Normensetzung, nicht unbedingt bei der Durchsetzung. Aber für die Durchsetzung, glaube ich, sind tatsächlich einmal wichtig, das Verhalten nach alten Mustern ist nicht mehr rentabel. Also der sich an alte Normen, an alten Normen orientiert, den bestraft das Leben sozusagen. Und tatsächlich demokratischer, zivilgesellschaftlicher Druck, der diese Veränderung unterlegt. Weil wir haben ja im nationalen Aktionsplan, ist ja drin, wenn die Unternehmen sich nicht an die vereinbarten Veränderungen halten und die darüber nicht berichten, dann soll das Gesetzeswirkung haben. Wird sich die nächste Regierung daran erinnern? Was muss geschehen, damit sie sich daran erinnert und das dann wieder verändert? Dafür braucht man auch Druck, so wie durch Veranstaltungen wie diese. Und das sehe ich eigentlich als praktischer, muss ich sagen. Vielen Dank. Also Druck durch Sie alle, die Sie hier sind. Und durch alle weiteren Demonstrationen, die dann auch gesehen werden von den Leuten beim Dammtor im Veranstaltungszentrum, die dann sehen sollten, dass draußen jemand sagt, wir mischen uns ein. Jennifer Morgan noch ganz kurz dazu und dann kommen wir noch mal zu den Milchkühen. Ja, ganz kurz. Ich finde auch, wir müssen eine breite Verständnis von Sanktionen, weil ja, durch den UN und wir haben alle probiert, in den Pariser Abkommen das zu schaffen, aber das wird dauern. Und ich glaube, es kann nicht sein, dass ein Land wie den USA oder irgendein Land aus dem Pariser Abkommen kommen kann und keine Strafen, nichts passiert, keine Sanktionen hat. No? So, das heißt, wir müssen kreativ sein und ich glaube, wir müssen auch denken, wir sammeln Ideen jetzt von unseren Forderer und Ehrenamtlichen. Wie können wir ein Land wie in den USA eigentlich strafen? Sollen wir zum Beispiel spezifische US-amerikanische Produkte wie auf die Tabakpaketen so etwas haben? Vielleicht. Ne? Also ich glaube, wir müssen was machen, weil es dauert zu lange. Wir müssen dran bleiben, aber es dauert zu lange, wir müssen jetzt handeln. Vielen Dank, Jennifer Morgan. Johanna Böse-Harte, ich habe noch zwei Fragen, bevor wir hier zur großen Schlussrunde kommen. Also eigentlich würde ich gerne noch 2 Stunden weitermachen, aber es gibt ja noch andere tolle Workshops, also bleiben wir in der Zeit. Aber es gibt jemanden, der fragt nach der Klimaschädlichkeit der Methanausstößung, der Ausstoße der Milchkühe und ob da nicht eine vegane Ernährung vorteilhaft wäre. Ja, man muss einfach mal gucken. In der Tat ist es so, dass die Kühe Methan ausstoßen. Aber wenn ich eine Kuh artgerecht halte, das heißt, wenn ich sie weitgehend mit Weidegang halte und weitgehend mit Gras ernähre, dann ist sie schon sehr klimaneutral. Wenn ich sie natürlich jetzt hauptsächlich mit Mais füttere oder mit irgendwelchem Soja, den ich importiere, dann sieht das anders aus. Dann kann man schon sagen, dass die Kuh ein Klimakiller ist. Aber in dem Moment, wo ich sie artgerecht halte und ernähre, ist sie eigentlich auch ganz wertvoll, weil sie ja auch dafür sorgt, dass Humus aufgebaut wird auf den Flächen. Und dieser Humus ist einfach ein CO2-Speicher. Und ich sage ja auch immer, also die Kühe verhelfen uns ja auch zu unserem Grünland. Und unser Grünland, sage ich immer, ist der Regenwald des Nordens, hat eine unheimliche Fähigkeit, CO2 zu speichern. Und wenn wir da keine
wenn wir da keine Kühe mehr drauf halten. Das Gras können die Menschen nicht selber essen. Dann verlieren wir unser Weideland. Und von daher ist es schon wichtig, dass wir Kühe halten, dass wir sie natürlich artgerecht halten. Und das Problem ist einfach, dass zunehmend die Bauern weniger werden. Wir hatten jetzt zum Beispiel im letzten Jahr 7% der Milchbauern haben das Handtuch geschmissen aufgrund der Milchkrise. Und das bedeutet, dass die Betriebe größer werden, was ich ja vorhin auch schon mal sagte, und dass die Kühe einfach von den Weiden verschwinden. Und da müssen wir einfach gegenarbeiten. Wir brauchen eine faire Entlohnung für die Milch. Und die erreichen wir nicht, wenn wir für den Export produzieren, sondern wir müssen da produzieren, also Lebensmittel müssen da produziert werden und mit den Ressourcen, wo sie auch gebraucht werden und gegessen werden. Frau Böse-Hartje, es kam noch die Frage, wir reden ja heute über G20, aber auch die Frage nach der europäischen Agrarpolitik, die immer wieder ja heftig umstritten ist. Was sind die Herausforderungen und was würden Sie da fordern? Was für eine europäische Agrarpolitik brauchen wir? Ja, wir brauchen einfach eine europäische Agrarpolitik, die das produziert oder das fördert, das zu produzieren. Eine bedarfsgerechte Produktion brauchen wir. Wir brauchen keine Produktion, die auf den Export ausgerichtet ist, sowohl bei der Milch als auch beim Schweinefleisch als auch beim Geflügel. Und da müssen wir erstmal hinkommen. Ich habe überhaupt nichts gegen Export, wenn er denn mit Wertschöpfung geschieht. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendeinen französischen Käse exportiert, also exportiert heißt, Export heißt für mich auch raus aus Europa. Also alles, was in Europa gehandelt wird, ist kein Export, sondern das, was Europa verlässt, ist Export. Und solange es mit Wertschöpfung geschieht, ist das in Ordnung. Wir importieren ja auch Bananen und Kakao und Kaffee. Wenn er dann fair und vernünftig produziert wird, ist das auch in Ordnung. Aber nicht auf Kosten der Menschen und nicht auf Kosten des Klimas und auf Kosten der Tiere. Da kommen Ihre Erfahrungen, Johanna Böse-Hartje und Imme Scholz, Ihre Erfahrungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus einem niedersächsischen Kuhstall und aus einem Think Tank, kommen wunderbar zusammen, dass die Art des Welthandels, dass nicht der Welthandel an sich Gefahr ist, sondern wie er ausgestaltet ist und dass die regionale Versorgung Vorrang haben sollte. Wir haben 6 Minuten und wir stellen uns vor, unser Panel wird morgen zum G20-Gipfel eingeladen und Sie haben da 30 Sekunden Zeit, den G20-Vertretern, Klaus Schall, Salz schüttelt sich schon, Sie haben 30 Sekunden Zeit, es öffnet sich das Fenster, vor Ihnen steht die versammelte Mannschaft. Sie reden aber nicht, schimpfen aber nicht über das, was passiert ist, sondern sagen, das muss jetzt gemacht werden. Wer hat einen Vorschlag, wer hat Forderungen, konkrete Forderungen? Jennifer Morgan, sie nickt und kann. Hier, stellen Sie sich vor, Sie alle repräsentieren jetzt G20. Genau. Ja, ich glaube, dass Sie haben die Chance, eigentlich ein Teil der Lösung zu sein, was gut für Ihre Menschen wird. Ihr haben die Chance, eine Landwirtschaftswende, was für Menschenrecht, was für Bauern, was für Klimaschutz in der richtigen Ordnung gibt. Ihr haben die Chance und die Macht, eine Energiewende und eine Verkehrswende zu schaffen. Aber dafür müssen Sie zuhören. Es gibt Unterstützung in jeder von Ihren Ländern für eine andere Zukunft, was Sie hier jetzt vertreten. Machen was anders dieses Mal. Wir haben wenig Zeit. Danke. Jennifer Morgan, vielen Dank. Dr. Klaus Salz für Brot für die Welt und Fenro. Die G20 muss die Abkommen, die getroffen worden sind, vor allem das Pariser Klimaabkommen und die Agenda 2030 über die global nachhaltigen Entwicklungsziele, als Vorreiter ihrer Verantwortung gemäß konsequent umsetzen, ohne Abstriche und schneller als vielleicht auch andere. Sie muss dabei immer die Anliegen der Ausgeschlossenen aus diesem G20-Kreis, der 173 anderen Staaten, mit im Blick haben und mit ins Boot holen und vor allem die internationalen Strukturen stärken und nicht weiter unterlaufen und unterminieren, die für eine demokratische Global Governance stehen, für globale Regierungsführung, die den Namen auch zu Recht verträgt. Herzlichen Dank, Klaus Salz. Johanna Böse-Hartje, Ihre Chance vor G20.
Ja, also ich fordere einen radikalen Systemwechsel, dass wir die menschlichen, die tierischen und auch die ökologischen Interessen in den Vordergrund stellen, weg von den Finanzinteressen, und dass wir unsere Wirtschaft und unser Handeln nicht auf dem Elend anderer aufbauen. Und das fordere ich einfach. Ganz herzlichen Dank. Johanna Böse-Hartje, Imme Scholz. Ja, nach allem, was schon gesagt worden ist, dem schließe ich mich an, würde ich den G20-Regierungschefs sagen, dass sie die Verantwortung haben, sich an Beschlüsse, die sie schon einmal gefasst haben, zu halten. Und vor allem darauf zu achten, dass die nachhaltige Entwicklung oder die Klimapolitik nicht auf Kosten der schwächeren Länder geht, der ärmeren Länder geht, und dass die Chancen, die Lebensbedingungen zu verbessern und ein menschenwürdiges Leben zu führen, teilzuhaben an allen Entwicklungen in Kommunikation, Technik und so weiter, dass das auch afrikanischen Gesellschaften beispielsweise ermöglicht wird und dass sie da eine Gerechtigkeitsaufgabe haben, die sie wahrnehmen müssen. Vielen Dank, Imme Scholz. Frank Adamba, Sie sprechen jetzt vor den ganzen 20 Leuten, die hören Ihnen zu. G20 will not succeed to secure food security if they invite multinational company for agriculture. But if they need to secure food in the world, they need to involve small-scale farmers for sustainable agriculture and caring biodiversity of the environment. Herzlichen Dank, Frank Adamba. Ganz herzlichen Dank, Frank Adamba und Johanna Böse-Hartje, dass Sie heute da waren und für Bäuerinnen gesprochen haben, dass Sie auch wirklich im Boden ackern und Grünland erhalten und Biodiversität. Klaus Seitz und Imme Scholz, herzlichen Dank, dass Sie die Stimme der Entwicklung und der Wissenschaft präsentiert haben. Herzlichen Dank, Jennifer Morgan, dass Sie für Greenpeace viele gute Vorschläge zur Klimagerechtigkeit gemacht haben. Herzlichen Dank an Sie alle fürs Zuhören. Wir hätten, glaube ich, gerne alle noch weitergemacht. Herzlichen Dank auch an die Übersetzer, die echt viel zu tun hatten. An Technik, Bild und Ton und das große Team von Van Allenstaltern, die uns alle hier zusammengebracht hat und ich glaube mit vielen guten Ideen wieder gehen lässt. Vielen Dank und noch einen ganz tollen Gipfel wünsche ich hier. Applaus